Hallo und herzlich willkommen zum ADAC Sim Racing Pokal, meine lieben Freunde. Der Pokal der gelben Engel und die weißen Engel, die sitzen heute hier natürlich wieder im Studio an meiner Seite. Der bezaubernde, die bezaubernde Mullemaus. Hallo und herzlich willkommen. Ja, yes sir, ich freue mich auch heute wieder am Start für den ADAC, ja. Schon eine Weile her jetzt, muss man sagen, seit der Preseason. Ganz genau. Und heute geht's los. Genau, Preseason haben wir hinter uns. Pre heißt ja immer, es ist irgendwie was davor. Und heute sind wir ja in der Main Season. Wie gesagt, im ADAC Sim Racing Pokal. Was wird euch denn eigentlich erwarten? Euch werden acht zauberhafte Rennen erwarten. Davon 6 Stück ganz normal, 60 Minuten Rennen. Und wir werden 2 Sonderrennen haben, wo wir, ich sag mal, das Preseason-Format fahren werden. Und zwar mit einem kleinen Sprintrennen, mit einem, also Qualifying, dann Sprintrennen und dann Hauptrennen. Da wird es dann wieder so sein, dass wir das allseits beliebte Reverse Grid haben. Aber heute erstmal alles normal, normales Qualifying und dann 60 Minuten Rennen. Jawohl, danke dir. Danke, Hendrik, für den Sub. Vielen, vielen Dank. Du darfst ihm jetzt auch einen Namen geben, Hendrik. Nennet ADAC, das wäre doch passend. Moin Gremlins, schön, dass du einschaltest und hallo Nüring. Ja, Freunde, wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, alles hier heute ein bisschen auf knapper Kante genäht, aber was macht man nicht alles für den ADAC? Ich hab Bock, Mullemaus, wir werden starten in Indianapolis. Ich habe mir auch schon mal die Fahrerliste angeguckt. Ich glaube, das wird wieder ein harter Zweikampf vorne an der Spitze. Wir haben zum einen Felix Arndt, den ich da ja doch schon favorisiert sehe. Aber wir haben auch unseren Lukas Tippach, in Fachkreisen auch Lukas Tippitoppi Tippach genannt. Das kann spannend werden. Aber auch im Mittelfeld, Klaus Bärbel, Junge, Junge. Aber auch im Mittelfeld, denke ich, werden wir wieder die ein oder anderen engen Fights sehen. Also da können wir sehr, sehr, sehr gespannt sein. Ja, definitiv. Ja, ich sehe auch schon, die haben auf jeden Fall gut auch Fahrzeuge gewechselt seit der Preseason. Da gibt es durchaus die ein oder andere Veränderung. Ja, können wir vielleicht irgendwie im späteren Verlauf nochmal drauf eingehen. Ganz genau, ganz genau. Ja, was gibt es denn eigentlich an Preisen? Die Preise, also die ersten 3 Fahrer erhalten einen Pokal und dann wird es aber auch nochmal zum Ende einen Mannschaftspokal geben. Da können wir uns dann aber auch Bjarne nochmal dazu holen. Ich glaube, Bjarne, der modelliert die zu Hause selbst irgendwie so aus Ton und dann mit ein bisschen Glas und so seltene Erden, die er da am Deich gefunden hat, glaube ich. Also das könnte schon sein. Also freut euch auf den selbstmodellierten Pokal von Bjarne dann am Ende der Saison. Hoffentlich können wir den dann auch zeigen, das wär cool. Das wäre cool, ja. Nee, wir freuen uns einfach, es geht wieder los, jetzt im 2-Wochen-Takt, also wie gesagt, alle 2 Wochen, wir fangen jetzt heute an. Am 10. August ist der heutige Tag, wir fangen an mit Indianapolis und dann geht es weiter auf Zandvoort. Nach Zandvoort kommt der wunderbare Nürburgring in Misano, werden wir dann das von mir angesprochene Sonderformat haben mit dem Sprintrennen und dem Reverse Grid. Rennen 5 wird dann Silverstone sein, dann fliegen wir rüber wieder in die USA, Watkins Glen, dann ja, wieder zurück, Südafrika, Kialami und last but not least dann wieder zurück. Junge, Junge, das ist ja wieder ein logistischer Aufwand, aber macht ja alle der ADAC, die gelben Engel machen das. So sieht's aus. Ganz genau. Nee, also ich denke, wird wieder eine spannende Season. Wie gesagt, der Zweikampf vorne, ich denke, der steht schon relativ fest. Aber vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der die Zeit zwischen der Preseason und dem jetzigen Pokal genutzt hat und da mal ein bisschen nach vorne fahren wird. Also da können wir, denke ich, auch sehr, sehr, sehr gespannt sein. Ich schau mal gerade auch die Fahrer, ob die noch im Briefing sind. Ja, sieht noch so aus. Sieht ganz danach aus. Ja. Ja, Mullemaus, und denke ich, was ganz, ganz interessant ist und eine wichtige Neuerung im Gegensatz zur Preseason ist, wir werden eine Live-Reko haben, Live-Stewarding. Ganz genau. Ja, das ist auch der Grund, warum wir den guten Bjarne, der jetzt hier nicht so, der in der Preseason ja immer so aktiv bei uns mit dabei war, der wird dieses Mal nicht
nicht so bei uns teilhaben, obwohl wir ihn vielleicht auch mal sehen werden. Genau, genau. Vielleicht scheinen wir mal dazu, vielleicht für die ein oder andere Reko-Entscheidung oder ähnliche, da schauen wir dann mal. Aber ja, unser Studio war bedeutend schöner mit Bjarne. Also das muss man schon sagen. Ja, Studio. Also, richtiger Deko-Artikel. Das hast du jetzt gesagt. Also Bjarne ist kein Stehrümpchen. Also das ist schon... Aber ein sehr hübscher Deko-Artikel. Ja, ja, also den kann man auch nicht bei Depot kaufen oder so. Also das ist schon... Ja, ja. Das ist schon, da muss man... Wish hätte ich jetzt was ihr sagt. Da muss man schon tiefer in der Tasche greifen, Freunde. Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, wir vertreiben uns jetzt noch ein bisschen die Zeit mit ein bisschen Plaudern, bevor es dann wirklich losgeht. Wie gesagt, vierte Stunde Qualifying, 60 Minuten Rennen, natürlich auch mit Boxenstopp. Ich schau mal gerade rein, da bin ich mir gerade unsicher, ob es ein Pit-Window geben wird. Pflichtboxenstopp werden wir auf jeden Fall haben, 25 Sekunden Mindeststandzeit. Also so, wie das auch bei der LFM gefahren wird. Und dann kann man sich entscheiden, möchte man Reifen wechseln oder möchte man eben keine Reifen wechseln. Da ist wieder so, ja, der kleine Kniff mit dabei. Da wenn ich das richtig sehe, ist es nicht definiert. Das heißt, ich gehe davon aus, es gibt kein Pit-Window. Ganz genau. Ja, so würde ich das ja auch sehen. Das hätte uns jetzt unser schönster Deko-Artikel Bjarne hätte uns das jetzt ins Haus gesagt können. Ja, der hat natürlich generell immer so ein bisschen mehr Infos und kennt natürlich die Ausschreibung wahrscheinlich auswendig, kann die nachts aufsagen im Schlaf. Und wir müssen dann immer nachgucken, aber gehört auch dazu. Ganz genau, ganz genau. Ja, wir warten immer noch, also die Kolleginnen und Kollegen sind noch im Briefing. Ich kann aber dennoch können wir schon mal auf den... Kann aber nicht mehr allzu lange dauern. Nee. Also. Und da dachte ich schon, ich bin spät dran heute, wa? Aber ihr kennt das ja beim ersten Mal. Es ist alles immer nur so ein bisschen muss ich alles einruckeln. So, ich guck mal hier, jawohl. Server ist auf jeden Fall schon am Start. Würde ich sagen, bereite ich das schon mal vor. Ja, Mulle Maus, wir haben schon so ein bisschen über die Favoriten gesprochen. Es gibt auch ein paar neue Fahrer, die uns noch nicht so bekannt sind. Aber siehst du es ähnlich, so das Duell zwischen Felix Arndt und Lukas Tippach? Und wen wir mal nicht vergessen wollen, ist ja David Kühn. Den haben wir jetzt gerade so ein bisschen vergessen. Er sieht mir nach und auch die lieben Eltern, wenn sie wieder gerade zuschauen, hallo erstmal. Der hat ja auch die ein oder andere gute Performance geliefert. Ich erinnere mich dann noch an seinem From Hero to Zero Rennen, Kialami, glaube ich, war das, im Regen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Strategie ein bisschen eine Rolle gespielt hat auf jeden Fall, war sehr interessant, ja. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Da sind noch vorne einige und die Jungs sind ja auch schon auf dem Trainingsserver unterwegs gewesen und so. Da konnte man sich schon so Eindrücke verschaffen. Das wird vielleicht nochmal so eine Geschichte werden. Und natürlich auch die Fahrzeugwahl spielt jetzt vielleicht eine Rolle. Absolut. Auf der einen oder anderen Strecke gibt es ja dann doch den Favoriten oder den, der ganz schlecht abliefert. Ja, mal schauen. Wir werden das sehen. Ja, da können wir echt gespannt sein. Also wie gesagt, für mich, klar, die gibt es so zwei, drei Fahrer, die sich da herauskristallisieren. Aber das ist ja das Schöne, ne? Wir können jetzt so viel reden und machen und tun. Die Wahrheit liegt auf dem Platz, sagt man ja immer so schön, beziehungsweise auf der Strecke. Und da können wir uns dann nur eines Besseren belehren lassen. Und ich glaube, das ist auch so dieses ungeschriebene Broadcaster-Gesetz. Die können noch so viel reden, gewinnen wird dann sowieso ein anderer. Also das könnte durchaus passieren, ja. Nee, also da ist jetzt alles natürlich Glaskugelschauerei und Mulle Maus. Ich würde sagen, die Fahrer begeben sich jetzt in die Einführungsrunde und genauso machen wir das auch. Wir gehen direkt gleich rüber auf die Strecke. Ich muss hier nur eine Sache einstellen. Zack, und dann haben wir es auch. Und dann würde ich sagen, tun wir es den Fahrern nach. Und geben auf die Strecke, denn das Qualifying hat begonnen. Die Fahrer sind auf der Aufwärmrunde. ADAC Sim Racing Pokal 2022.
Hansa e.V. und Schleswig-Holstein e.V. Let's go! So, und dann sind wir auch schon. Hier we are. Ja, da haben wir schon die ersten raus. Ich glaube, das sind, ja genau, Tom Gorka und Felix Arndt da direkt vorne weg mit ihren beiden Audis. Ja, versuchen sich da direkt eine freie Runde zu verschaffen. Ist ja immer ganz wichtig im Qualifying. Ganz genau. Wir fahren mal gerade mit bei Tom Gorka. Ich muss das hier nochmal ganz kurz anpassen, hat sich natürlich doch wieder verschoben. Und wir haben natürlich auch eine Strecke dabei, die jetzt in der Preseason verständlicherweise noch nicht dabei war, ja, weil sie noch nicht existierte bis zu dem Zeitpunkt. Wir haben sie frisch gebaut. Wir haben sie frisch gebaut, genau, extra jetzt für den ADAC Sim Racing Pokal dafür. Ganz genau, ein ADAC lässt sich ja nicht lumpen, also da nehmen die ja natürlich ordentlich Geld in die Hand. So, wir gucken mal über die Hersteller erstmal rüber. Gleich werden wir zwar die erste Runde sehen, aber wir haben ein paar Audis mit dabei. Wir haben Bentley mit dabei, Ferrari, BMW, McLaren, Porsche, Honda sogar. Jetzt überlege ich gerade. Aston, ja. Ja, ein Aston, wo siehst du da dein? Ah, da, ein ja genau, Browning. Herr Browning, ja. Genau, ein Aston. Jetzt überlege ich gerade, fehlt uns ein Fabrikat? Ja, auf jeden Fall. Kommt drauf an, welche man alle mit dazu zählen möchte. Ja. Von den GT3s fehlen ja einige. Also zum Beispiel ein Lexus könnte man noch wählen. Genau. Oder ich glaube, war sogar in der Preseason dabei. Ja, ja klar. Ja. Da war sogar ein Lexus genau. dabei. Ja. Mercedes fehlt Mercedes uns noch. Fehlt auch, genau. Genau. Korrekt, ja. Ist wie so ein Such- und Wimmelbild. Ne? Man muss erst mal gucken, okay, ja. das ist mit dabei. Was fehlt denn jetzt eigentlich? Reiter, genau. Da habe ich auch so dran gedacht. Je nachdem, was man mit dazu zählt. Ja, ne? Reiter. Okay, okay, ja. Du könntest V12 sagen und so, Aston V12. Ja. Lambo fehlt, Nissan fehlt, ganz genau. Unser Chef, der passt auf, ey. Jaguar, genau. Ja. War so der erste Test, hab da richtig gut aufgepasst. Sehr, sehr stark. So, Manufakturen blenden wir jetzt mal aus und ich zeige euch das Delta, so wie ihr es gewohnt seid. Bin mal gespannt. Ja, das wird sich jetzt gleich erstmal einrichten. Jetzt kommen nämlich erstmal die ersten schnellen Runden. 34,8 hier für Felix Arndt, Tom Gorka sortiert sich erstmal dahinter ein. Ja, und David Kühn direkt davor. Ja, ja. David Kühn, ja. den wir am Anfang so ein bisschen vergessen haben, den wir dann noch dazu gerechnet haben, der holt sich jetzt hier erstmal die Provisional Pole Position. Also wie gesagt, den müssen die Buchmacher auf dem Zettel haben. Auf jeden Fall, ja. Auch in der Trainingssession vorhin war er schon ganz oben zu sehen. Ja. Man weiß natürlich nicht immer, wie viel das zu bedeuten hat, ne? Ob die Jungs da mit vollem Tank unterwegs sind oder nicht. Oder, genau. Die lassen sich ja auch nicht in die Karten gucken, ne? Das ist ja dann immer die geheime Aufstellung. Ja, also. Ja. Vielleicht um den Gegner da ein bisschen in die Irre zu führen. Wie gesagt, David Kühn gerade Provisional Pole Position, Felix Arndt auf Position 2. Dann haben wir Tom Gorka. Gerade noch Position 3. So. Das sind also die ersten drei. Patrick Seitz, auch immer eine gute Figur gemacht. Nicht nur am Strand, sondern auch hier im Bentley. Lukas Rode auf der 5. Marcel Römer im Porsche, gerade auf der 6. Dann hier Ben Hur. Boah, der ist auf jeden Fall neu mit dabei. Marco Losch-Gedin, ein alter Bekannter im Honda. Morten Dierks, auch der bekannt. Der Klaus Trapp, der müsste auch neu dabei sein. Sim Kiel, Grüße nach Kiel. War ich letztens bei der Kieler Woche. Schönes Städtchen, kann man sich mal angucken. Habe ich auch Bjarne geschrieben. Da ich Bjarne irgendwie so nachts nach Besuch Kieler. Ich sag, Bjarne, sag mal, wohnst du nicht in Kiel? Nö, nö. Hätte man sich da noch treffen können, aber gut. Also Klaus Trapp hat jetzt hier erstmal die Top 10 komplettiert, wurde aber jetzt rausgeschmissen. Bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube von John Römer. Kevin Krüger, auch der ist jetzt hier auf Position 6 gefahren. Lukas Tippach, eine Sekunde hinter David Kühn auf Position 4. Ja, David Kühn hier richtig stark unterwegs heute. Mhm. Also der wird da... scheint da ordentlich was reißen zu wollen, auf jeden Fall mal. Absolut. Jawohl. Ich sag mal, das Zeug dazu hat er. Das hat er uns schon mehr als bewiesen.
So, gucken wir mal weiter, wen wir noch mit dabei haben. Thomas Arndt ist mit dabei. Markus Porsche. Das wäre witzig gewesen, hätte der einen Porsche gefahren. Aber gut. Den Witz wollte er uns nicht geben. Ist das auch nur dein Humor? Tim Seemann mit dabei natürlich für den nordischen Club. Ein Seemann müsste dann auch ein Bootli fahren normalerweise. Aber. Eigentlich ja, stimmt. Eigentlich ja. Bruce Browning mit am Start im Aston Martin und Christian Steuer haben wir hier noch im Audi. Falls wir jemanden vergessen haben, die sind uns dann durch die Lappen gerutscht, weil sie dann die Positionsveränderung, also eine Positionsveränderung gab. Zum Beispiel hier der Leon Hasenkamp. Auch der neu mit dabei. Ein paar neue haben wir auf jeden Fall. Und die davor schon da waren, die haben, glaube ich, auch fast alle das Fahrzeug gewechselt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Also. Wir erinnern uns, Felix Arndt zum Beispiel war mit dem Porsche Honda unterwegs. Genau. Mit dem Porsche. Mit dem Porsche? War der nicht Honda-Fahrer? Nee, Felix Arndt war Porsche. Kann mich jetzt aber auch komplett irren, Mullemaus. Ja. Mullemaus, also wir wollen ja hier keine Fake News verbreiten und wir haben ja noch die Aufzeichnung. Er weiß, vielleicht erinnert sich ja irgendwer. Ja, wir gucken mal. Und zwar Felix Arndt. Wir waren beide falsch, laut bei den Aufzeichnungen hier mit dem McLaren. War da? Ja, okay, kann sein. Ja, so ist es manchmal. Okay. Damit können wir beide jetzt leben, weil wir beide. Ganz genau. So heißt du denn ja. Ich hatte recht. Nee, du hattest recht. Ja. Wenig, so ein bisschen vermisse. Also, wer nicht dabei ist, Niklas Navroth. Habe ich jetzt gerade noch gar nicht gesehen. Na, wer weiß, kann ja sein. Vielleicht beim ersten Event jetzt nur. Ich hab jetzt nicht auf dem Schirm genau, wie viele Teilnehmer gerade. Bei der war das natürlich mit dem Porsche. Richtig. Genau, den hatte ich nämlich auch im Porsche, genau. Navroth. Ja, auch ein bisschen vom Pech geplagt gewesen immer. Ja. Das ist echt mal Recherche. Ja. Hauptsache der andere hat Unrecht. Das stimmt auch. Gerade bei uns beiden. So, wir fahren mit bei Marco Loschgedin. Wer war denn unser Lokführer gar nicht mit dabei, ne? Kubanus war das, möchte ich sagen. Jakob Kubanus, unser Lokführer. Der muss wohl den RE70 nach Kiel gerade steuern. Wer weiß. Na, weiß man nicht. So, Loschgedin. Ja, fährt sich auf Position 9. Mit einer kleinen Verbesserung, ja. Rein in die Top 10. Mal hier mal Matthias Rogner. Fahren wir bei ihm mal im Cockpit mit. Hat ein ordentliches Delta. Ja, ein bisschen was geht auf jeden Fall noch. Ja, Position 11 für ihn hier. Aus den Top 10 haben wir gerade Marcel Römer, der gut unterwegs ist. Ja gut, knapp an der Kante. Ja, und David Kühn, der will nochmal einen drauflegen. Ja, jetzt hier ein leichter Slide von Marcel Römer. Nüring, auch gut. Ja. Ich kenne immer nur wegen kurzfristigen Personalausfall. Fällt heute aus. Aber lustigerweise, also true story, als ich war ja in Kiel und wir sind mit dem ICE zurückgefahren. Und dann musste der ICE unterwegs eine Pause machen an dem Bahnhof, weil eine Scheibe geplatzt war oder irgendwie so. Dann haben die da ein bisschen Panzertape rüber und dann ging das wieder. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Scheibe kaputt. Aber gut. Wie das geht dann wieder, ne? Aber sie müssen ganze Abteile sperren, weil ein Feuerlöscher fehlt. Das ist halt so lustig. Ja. Aber na gut. Die Bahn soll heute nicht unser Thema sein. Nee. Bei dem ADAC gibt es ja nur gute Heute Geschichten geht's um Autos. Zu erzählen. Richtig, genau. Und über den ADAC gibt es ja nur gute Geschichten zu erzählen. Ich selber habe den ADAC auch schon mal gebraucht, im Winter, als dann mein Auto nicht anspringen wollte. Top, Freunde. Tippitoppi ADAC. So. Tippitoppi ADAC, ja. Jetzt kriegt wieder 100 Euro extra. Cool, Hammer. Markus, jedes Mal, wenn du das sagst. Markus Porsche. Auf Position 18. Er ist jetzt sehr, sehr gut unterwegs.
Hat hier eine halbe Sekunde fast im Delta. Schauen wir mal. Dürfte, ja, auf jeden Fall eine Position. Ja, eine Position nach vorne, ja. Vor Thomas Arndt jetzt. Dann haben wir hier um Position 8, 9 und 10 ein paar, aber jetzt hier nur Morten Dierks. Ist er gut unterwegs. Der Rest hatte gerade so ein bisschen das Delta verloren, hat es jetzt aber wiedergefunden. Ist so ein bisschen wie der Schlüssel in der Tasche, den man erst dann sucht und dann, oder die Brille auf der Nase, die man sucht und dann wiederfindet. Ja, ADAC brauchte ich mal auf der Autobahnlinie blieben bin. Ja, also ADAC. Klassiker. Der ADAC ist eigentlich so der wahre Freund und Helfer, oder Mullemaus? Naja, die gelben Engel halt, ne? Ja, ganz genau. Ganz genau. Gelben Engel und wir sind die weißen Bengel. Ja, genau. Die gelben Engel mit den weißen Bengels. Ja, ganz genau. Im Livestream, ja. So, Morten Dierks. Er wird uns hier ordentlich was von Latz knallen. Könnte knapp werden mit Position 6. Auf jeden Fall geht es hier ordentlich nach vorne. Jawohl, Position 7. Ich sag's ja, knapp. Nur 200stel hinter Patrick Seitz. Ganz, ganz knapp. Lukas Rode auch nochmal sehr gut unterwegs hier im Porsche. Und auch hier ist klar natürlich das Fahrzeug, was ich am Anfang der Saison wähle, am Anfang des Simracing-Pokals, das muss ich natürlich durchfahren. Also hier kein Daily-Race-Format, sondern man legt sich auf ein Auto fest, das dann bis zum Ende gefahren wird. Bist du etwa krank, Mullemaus, ein bisschen? Nee, ich musste lachen wegen Nürings Kommentar. AC brauchte ich öfter mal. ACDC, ja. Sonst kriegst du nicht runter, oder was? John Römer, Position 13. Im BMW. Ja, kommt da jetzt gleich über die Linie. So, und ich blende jetzt auf Position 11. Ja, oh, da ist aber ganz schön eng da. Ja. Um die Top 10 muss man sagen. Davor haben wir 4 Zehntel. Aber dahinter könnte kuschelig werden, sag ich mal. Mhm. Ja, ist doch aber schön. Ist doch wirklich schön, dass man da auch eine gewisse Leistungsdichte hat. Also wie gesagt, vorne, da kristallisieren sich jetzt schon mal so wirklich 3, 4 Favoritengrüppchen raus. Genau, ja. Genau. Aber auch im Mittelfeld. Und das ist doch wirklich schön zu sehen, dass da Fahrer auf einer Ebene sind und ja, auch um die Mittelfeldplätze da fighten. Und zum Beispiel für mich persönlich, also da kann ich aber nur aus meiner persönlichen, ist es immer gar nicht so wichtig, welcher Platz ich werde. Hauptsache, ich habe ein gutes Rennen, ich habe schöne Kämpfe, saubere, faire Kämpfe. Und ja, dann ist der Abend, der Tag schon gerettet. Ja, und David Kühn, den sehen wir jetzt hier immer mal wieder on the edge zu einer Verbesserung. Scheint aber noch nicht ganz zu klappen. Felix Arndt auch gerade noch draußen, Tom Gorka ebenfalls. Ja, Felix Arndt hat sich da nochmal. Mhm, gucken wir mal rein hier. Das hat, glaube ich. Im Audi. Ja, hat da nochmal ein bisschen nachgelegt, aber. Oh ja, jetzt ist er gerade dran, aber beim Anbremsen in die Kurve. Jetzt muss er gucken, hier den Exit, auch den eigentlich ganz gut getroffen. Ah, das könnte noch knapp werden. Das könnte wirklich noch knapp werden. Auf jeden Fall sein letzter Schuss hier. Letzte Möglichkeit. Ja. Oh. Ja, das war's dann. Der ist der Hasenkamp da in den Weg gekommen, in der Kurve drin. Ja. Das war unglücklich. Ja. Denke ich mal, auch nicht so gewollt. Da ist der Hase über die Strecke gehoppelt. Aber hier ist natürlich noch nichts gegessen für Felix Arndt, denn auch da vorne ist es relativ eng. Wir haben da knapp über ein Zehntel. Und ja, wie wir bereits jetzt schon festgestellt haben, da wird es wäre durchaus auch noch was drin gewesen. Also von daher, wir gucken mal, ist auch im Rennen jetzt was möglich, denn 60 Minuten sind eine ganze Menge. Absolut, absolut. Wir gucken mal hier rein bei Patrick Seitz. Dann haben wir noch Lukas Rode und
Nee, Tim Göttger, der ist schon durch. Patrick Seitz und Lukas Rode, die können jetzt hier nochmal das Ruder zu ihren Gunsten rumreißen. Ah, Patrick Seitz, knapp leichte Verbesserung. Und Lukas Rode, der wird sich nicht nur leicht verbessern. Ja, gute Verbesserung, aber leider keine Positionsverbesserung hier für Lukas Rode. Ja, das, knapp, aber. Ja, aber vorne sehr, sehr schön. Vorne wirklich sehr, sehr knapp, die ganze Angelegenheit. Und, ja, Mullemaus, dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins Studio. Heute leider noch ohne Übergang, weil der falsch gerendert wurde. Also zurück ins Studio, Freunde. Da sind wir auch schon. Und meine Kamera spielt schon wieder Pflaume mit mir. Mann. Was ist da schon wieder los? Die spinnt in letzter Zeit irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, Freunde. Machen wir das so. So. Ja, Mullemaus. Deine zwei, drei Worte zum Qualifying. Ja, was soll man sagen? David Kühn, wie gesagt, am Anfang ja nicht auf dem Schirm gewesen bei uns. Aber der schien auch vorher schon mit Favorit zu sein für heute und hat das jetzt im Qualifying mal wieder bewiesen. Knapp dahinter nur Felix Arndt und ansonsten haben wir überall immer so kleine Kampfgrüppchen, die sich wahrscheinlich dann im Rennen auch wieder umeinander tümmeln werden und mal gucken, wie das sich entwickelt. Ja, da können wir gespannt sein. Hey, Tim Trucke, what up? Long time no see. Yeah, long time ago, you say. So, Freunde, wir warten natürlich, bis jetzt hier die Ergebnisse für euch am Start sind. So lange. Ja, also wie gesagt, wir haben über die Favoriten gesprochen. Die haben es uns auch bewiesen, dass sie eben genau auch dazugehören. Aber wie gesagt, ich bin echt erfreut über die Dichte im Mittelfeld. Über die Dichte im Mittelfeld, also das könnte echt da, vielleicht fährt sich auch der eine oder andere noch nach vorne. Wir hatten es ja gehabt, also Wetterwechsel kann natürlich das Zünglein an der Waage sein. Aber auch, Drive-Thrus dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also wenn man da auf Position 5, 6 so ungefähr umherfährt und dann vorne werden sich da die Drive-Thrus eingehandelt, das kann natürlich dann wirklich schon ausschlaggebend sein. Also da denke ich, da können wir uns freuen. Über das ein oder andere Manöver. So, während ich hier an meiner Kamera noch ein bisschen rumfummel. Tut mir leid, Freunde. So, das lassen wir jetzt so. Ich habe da irgendein Update gemacht und seitdem ist das irgendwie verschlimmbessert. Keine Ahnung. Freunde, ich kann's euch. Die miesen Upgrades. Ja. Ja, das ist. Irgendwie ist das immer so. So, ich check nochmal wegen den Ergebnissen. Müssten jetzt hier sein. Dann geht es auch schon. Never touching a running cam. Du sahst es. Du sahst es. Ich habe Fummeln gehört. Dein Stichwort, wa? Da ist er. Moin, Tom. So, leider kriege ich hier die Ergebnisse noch nicht rein. Check auch mal kurz die Starting Grid. Ganz kleinen Moment. Ah ja, es fehlt ja auch noch was. Ich bin ja ein Trottel. Ich warte und warte und warte, aber natürlich muss man natürlich auch Ergebnisse parsen. Ne? Moin, ja, Gilles. Da hat der Uwe wieder seine Arbeit nicht gemacht. Uwe, meine Güte. Mensch, Uwe, ey. Ist doch wieder. Nee. Ist doch wieder verrückt, der Zause. Hi, Jihad. Schön, dass du oben mit dabei bist. Grüß dich. So, wie lange Zeit haben wir hier noch? Ja, das klappt. Das kriegen wir hin. So. Genau. Haben wir. So. Gleich sind die Ergebnisse bereit. Ich muss hier nochmal, zack. Und dann können wir uns die Startaufstellung anschauen.
dann geht es auch schon los. Ich bin richtig aufgeregt wieder. Ist immer wieder, wenn eine neue Saison beginnt, ist immer wieder aufregend. Mulle Maus ist auch schon ganz hibbelig. Ich sehe das hier unterm Tisch, der wackelt mit den Knien. So aufgeregt ist. So. Dann kann es auch gleich schon losgehen. Hier ist alles vorbereitet. Zack. Nee, Tom, mach ich nicht. Nee, Mulle Maus fummelt nicht. So, Freunde. Ich werde befummelt. Ganz genau. Hust. Psst. So, es geht los. Auf geht's, rauf auf die Strecke und wir schauen uns die Starting Grid an. Los geht das. Ein Moment, wird hier nochmal aktualisiert. Also, auf der Pole Position. Einer der Mitfavoriten, David Kühn. Auf der zweiten Position haben wir hier im Feld Felix Arndt. Auf der dritten Position Tom Gorka. Dann haben wir auf der vierten Position Lukas Tippach in der LFM-Livery mit dem ADAC-Aufkleber. Auf der 5 haben wir Kevin Krüger. Auf der 6 Patrick Seitz. Auf der 7 Morten Dierks. Auf Position 8 startet Lukas Rode im Porsche, der uns anscheinend gehört hat. Marcel Römer auf Position 9, ebenfalls Porsche. Marco Losch-Gedin auf Position 10 im Honda. Dann würde eigentlich auf der 11 John Römer starten, aber ihr seht's, Freunde, ihr seht's, er startet wohl aus der Box. Dann haben wir auf Position 12 Matthias Rogner. Auf der 13 Leon Hasenkamp. Auf der 14 Tim Goetger im Honda. Auf der 15 im Ferrari Ben Hur Bohr. Auf der 16 der gute Klaus Trapp. Auf der 17 nicht im Porsche, Markus Porsche im Honda. Farbe gefällt mir irgendwie. Auf der 18 Thomas Arndt im Audi. Dann haben wir Jörg Rudloff im McLaren auf der Startposition 19. Tim Seemann auf Startposition 20. Christian Steuer auf der 21. Und last but not least den Aston Martin von Bruce Browning. So, dann gehen wir wieder rein und gleich geht es los mit dem Start. Und da sind wir auch schon. Wir biegen ein in die vorletzte Kurve. Wie gesagt, eine Stunde Rennen, ein Boxenstopp. Und da haben wir auch gerade gesehen, den King Gabba, den Mr. ADAC, den guten alten Bjarne. Grüße auf ein gutes Rennen. Ganz genau. Wünschen wir dir und euch in der Live-Reco auch. Wie gesagt, wir haben es angesprochen. Hier mit einer Live-Reco am Start. Da wird mir Mulle Maus immer wieder die Infos geben. Wenn es da zu Penalties kommt. Freunde, der ADAC Sim Racing Pokal biegt jetzt hier ein auf die Startgerade. Zielgerade wäre dann beim letzten Rennen. Jetzt hier Start. ADAC Sim Racing Pokal 2022. Und da geht es auch schon los. Wir werden mal schauen. Audis, ihr wisst es alle, immer ein sehr, sehr guter Starter. Deswegen müssen wir mal gucken. David Kühn wahrscheinlich schon sehr, sehr unter Druck. Da sehen wir auch auf der Außenseite Felix Arndt. Zieht jetzt schon vorbei. Und auch
Ja, Tom Gorka ist da schon mitten mit dabei. Eieiei, da geht auf jeden Fall Felix Arndt in die erste Kurve. Lukas Tippitoppitipper hat da eine Berührung. Wir schauen mal hier ins Mittelfeld. Da geht es auf jeden Fall 2-wide, 3-wide. Sehr wild geht es dazu. Da gibt es dann auch die Berührung zwischen dem McLaren und dem Porsche. Der Porsche wird da ein bisschen off-track geschickt. Dann geht es jetzt hier rein. Oh, sehr, sehr tief. Der eine oder andere in der Kurve. Da muss man das Gefährt auf jeden Fall wieder in die Spur bringen. Den Start gucken wir uns dann natürlich wieder ganz in Ruhe im Replay an. Jetzt bleiben wir aber erstmal hier natürlich bei den Live-Bildern. Auch hier im Mittelfeld sehr, sehr eng alles. Vorne weg, aber auf jeden Fall hier Felix Arndt, der den Start gewonnen hat vor David Kühn, dann Tom Gorka. Und dann haben wir hier Lukas Tippitoppitippach an vierter Position. Und da hinten sehen wir auch schon die Schlange, die sich hier den Weg auf dem Indianapolis Infield bahnt. Zum Beispiel hier Morten Dierks und Lukas Rode, die mit dabei sind. Und da haben wir hier eine gelbe Flagge bei Herrn Römer, da gucken wir mal direkt rein. 10 Sekunden zurück. Ja, und das war ein Verbremser von Herrn Römer selbst. Muss jetzt hier natürlich erstmal in Ruhe stehen bleiben, alle Fahrzeuge vorbeilassen, bevor da die Fahrt wieder aufnehmen kann. Ja, Bullemaus, ja. Der Start. Was sagst du? Ja, ganz schön interessant. Dann direkt 3-Wide-Situationen da vorne gesehen und wird immer ganz gern mal eng hier beim Start. Und ja, ganz schön krass. Aber jetzt haben sie sich erstmal einsortiert und ich finde es insgesamt... Sah es sehr, sehr gut aus. Ja, klar, es gab die eine oder andere Berührung, aber Gott sei Dank, möchte man mal sagen, keine Verstopfung. Und witzig ist schon Tatsache irgendwie zu sehen, die ersten vier im Qualifying, die ja relativ ähnlich waren, ja, 3/4, die fahren jetzt hier wirklich in der ersten Runde schon weg und da gibt es dann jetzt hier schon ein Gap zu Position 5. Wir haben es gerade auf der Start-Zielgeraden besser sehen können. Ja, also hier schon ein kleines Löchlein drin. Felix Arndt geht vorbei an Herrn Göttger. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Die sind jetzt noch Side by Side. Gucken wir mal 10 Sekunden zurück. Ja, der Herr Göttger sehr, sehr vorsichtig. Ja, und dann nutzt Thomas Arndt hier die Chance und geht da vorbei. Aber die beiden sind sich noch nicht ganz einig. Thomas Arndt jetzt hier leider mit dem Ausflug zum Leuchtturm. Ja, und da sind dann... Kollegen auch nochmal vorbeigefahren, Rudloff auch nochmal Position verloren, kann sie sich jetzt aber wahrscheinlich zurückholen, Römer und Browning, da gab es eine Positionsveränderung, Römer kämpft sich also gerade wieder zurück. Ja, auch hier, wir sehen es, Thomas Arndt, dann doch lieber vorsichtig, wir gucken nach vorne, David Kühn hängt da dran, hängt am Getriebe von Felix Arndt. Will sich da natürlich seinen Platz an der Sonne wieder zurückholen. So könnte man sagen, ja. Hat er am Start jetzt ein bisschen verloren gegen die Audis da, die ja wahnsinnig, also bekanntermaßen wahnsinnige Starts haben. Ja. Und muss er jetzt auf der Strecke so ein bisschen zurückerobern. Wiederum Felix Arndt hat da nicht ganz so Glück gehabt im Qualifying. Der wird wahrscheinlich jetzt relativ happy sein, dass er da jetzt erstmal die Position hat gut machen können. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch 56 Minuten auf der Uhr plus einen Boxenstopp. Ganz und, genau. Ja, das wird natürlich. Die Zeiten hier zwischen den beiden wirklich relativ ähnlich. Wir haben hier unten den Zeitenvergleich eingeblendet für euch. Also die fahren hier wirklich auf einem Niveau und die lassen auch schon den Tom Gorka und den Lukas Tippach so ein bisschen hinter sich. Und ja, das Loch dann zum Mittelfeld wird wieder einen kleinen Tick größer. Klausi, danke. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, wobei man da... Oh, und Lukas Tippach! Ganz quer jetzt Lukas Tippach. Verliert er jetzt 1, 2, 3 Positionen direkt. Und ja, eventuell noch eine weitere. Jawohl, Lukas Rode geht da auch noch durch. Also komplett quer gewesen da jetzt. Ausgang. Ah, von der Eingang auf die Backstraight war es. Ja. Ja, kann natürlich passieren. Vielleicht da ein bisschen den Rasen geklippt. Ja. Genau. Da hat man es nochmal gesehen über, gerade. Über ja. Die iRacing-Eisfläche gefahren. Genau, ja. Die wir hier ja nicht haben. Gott sei Dank. Hier ist es halt aber auch sehr un... auch nicht sehr gut darüber zu fahren auf jeden Fall. Ja. Caution, Wet Floor. Ja, verliert da jetzt direkt 4 Positionen. Ne? Ja, also Lukas Tippach von Position 4 jetzt zurück. Auf 8, ja. Genau. Wir gucken mal nach ganz hinten kurz. Da gab es jetzt gerade das Überholmanöver von Herrn Steuer gegen Herrn Browning. Oh, da sehen wir zwei Gelbe auch. Arndt und Römer. Mhm. Da muss auch irgendwas passiert sein. Ja.
Ja, Bruce Browning mal ein bisschen auf Abwägen. Auch hier Lukas Rode, Lukas Tippach. Duell der Lukas. Das ist die Mehrzahl von einmal Lukas. Einmal mit C und einmal mit K, genau, ja. Lukas-Silze. Lukas. Das ist, glaube ich, die Mehrzahl. Ja. Ja, also da wird er jetzt natürlich versuchen, so gut es geht, die Position halt wieder zu bekommen, weil es jetzt natürlich nicht da, wo er auch sich eingefahren hat quasi ins Qualifying. Ja. Und, wo er sich auch selber sieht, sind wir doch mal so ehrlich. Wo er sich selber auch sieht, genau, ja, stimmt. Das ist übrigens immer eine ganz gefährliche Situation auch für, dass man halt noch mehr Fehler macht, dass man sich verbremst, dass man dann die Gegner auch nochmal mitnimmt. Auch wenn man es nicht will, aber man neigt dann ganz schnell mal dazu, wenn man halt an der Position ist, wo man sich selber nicht sieht. Jörg Rudloff haben wir jetzt hier. Oh, der ist eingerastet. Das wird definitiv ein Fall für den ADAC. Da müsste wahrscheinlich abgeschleppt werden. Aber das war dieselbe Aktion wie bei Lukas Tippach, genau, auch da Ausgang. Ja, da ist eine super schwierige Stelle, muss man sagen. Man versucht da so viel Strecke wie möglich mitzunehmen, viel Schwung mit auf die Gerade rauszunehmen und das kann halt auch mal ganz schnell ein bisschen zu viel werden. Ja. Ja, wir brauchen Klaus kommt direkt raus. Genau, wir brauchen auf jeden Fall einen Abschleppwagen, Klausi. Oh, jetzt hier ein bisschen mit Gerangel, aber der Audi zieht da am Porsche vorbei. Ja, und dementsprechend Lukas Tippach jetzt wieder auf Position 7. Ich denke mal, dass er sich da auch schnell davonfahren kann. Aber ja, das ist jetzt schon mal ein kleines Pfand, was er da mit sich rumtragen muss. Guck mal hinten, Thomas Arndt dran an Jörg Rudloff. Ja, Jörg Rudloff mit dem zerstörten Fahrzeug. Ich denke, das ist jetzt nur eine Frage von Sekunden, dass Thomas Arndt da vorbeigehen wird. Da sind 5 Sekunden ausgesprochen worden für Herrn Porsche. Ich weiß allerdings gerade noch nicht, wofür. Die werden dann natürlich für beim Boxenstopp abgesessen werden. Genau. Ah, okay. Ja, der Infoscreen. Guck mal gerade, ob wir da Informationen finden. Für mich Information. Ja, ansonsten, die Spitze hat sich jetzt schon deutlich abgesetzt da vorne. Felix Arndt, David Kühn und Tom Gorka, die sind noch ein bisschen zusammen. Dahinter haben wir wirklich 6,5 Sekunden mittlerweile schon Rückstand. Und dann Kevin Krüger, der ja auch in der Preseason da auch mal mit dabei war immer. Und der muss sich da jetzt gerade ein bisschen fetzen mit Patrick Seitz. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, dass wir eine Art Discord-Channel brauchen, wo wir dann... Den gibt es halt eigentlich, aber da wird offensichtlich gerade nichts drin geteilt. Vielleicht kommt das später erst. Genau. Aber die Info für uns wäre natürlich gut, wofür da die Strafen verteilt werden. Und wir werden natürlich dann nochmal an den Overlay denken, damit wir euch das auch einblenden können. Ja. Genau. Ich denke, das nehmen wir nochmal mit fürs nächste Mal. So, Patrick Seitz ist jetzt dran an Kevin Krüger. Patrick hat sich hier langsam eingeschippert auf sein Boatlay. Ja. Die Segel kriegen jetzt ordentlich Wind. Jetzt mal gucken, Luf oder Lee. Luf war, glaube ich, mit dem Wind. Lee gegen... Wahrscheinlich werden jetzt im Norden... Ach, du nicht alles reißt. Die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nein. Ja, die werden es wissen, ja. Ja, Steuerbord und Backbord. Backbord ist immer da, wo der Kuchen gemacht wird, die Küche. Also links ist meistens auf dem Boden. So, mal gucken, ob sich Patrick Seitz. Ich glaube, Mullemaus, wir können mal gucken. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden gerade. Ob wir uns den Start nochmal angucken können? Ja. Magst du da mal reinschauen? Denn, weil jetzt ist es gerade, wie gesagt, ein bisschen ruhiger geworden. Dann können wir uns den Start da nochmal näher anschauen. Können wir bestimmt machen, ja.
Sag mir dann gerne Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, können wir machen. Jawohl, so, dann kicken wir mal. Replay on fire und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Huch. Ja, war ein bisschen laggy. Ja, wir machen mal die Sicht hier aus Tom Gorka. Das Fahrzeug. Ja, ich glaube, du musst ja hier wirklich sehr gut weggekommen ist am Start. Genau, du musst dann wieder rausklicken, damit es nicht so laggy ist. Ja. Ja, Tom Gorka, da wird der, ja... Genau, und dann kam die Berührung mit Lukas Zippach, dadurch der ein bisschen quer gewesen an der Stelle. Und dann hatten wir schon die drei vorne. Ja. Weiter hinten saß dann halt auch. Sah es aber ein bisschen schöner aus hier, muss man sagen. Da wurde sich schön Platz gelassen und... Ja, da sind wieder im Mittelfeld, sind wieder die Gentlemen unterwegs. Das Toast, eins, moin schön. Und Torben, guten Abend, falls ich es noch nicht gesagt habe. Abend schön, grüß dich. Ja, Freunde, wir arbeiten natürlich auch gerade an einer Lösung, dass wir euch die Replays viel, viel schöner zeigen können. Es geht immer über, also wir haben da verschiedene Varianten, die sind aber alle nicht so schön. Es geht da über einen Medienserver, den wir gerade mit Boris einrichten. Und ja, auch da bitten wir ein bisschen um Geduld, sodass wir euch das noch viel, viel schöner präsentieren können. Ja, das ist alles natürlich noch nicht so optimal hier, das stimmt. Ja. Wir haben verschiedene Programme versucht und ausprobiert, 3 bis 4 an der Zahl. Wir haben alle wirklich kein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert. Und da arbeiten wir mal natürlich für euch nach, weil wir euch da natürlich auch eine Top-Qualität liefern wollen. So, vorne 0,5 Sekunden der Abstand David Kühn gegenüber Felix Arndt. Ja, also da tut sich erstmal nicht so viel. Ja. Die fahren jetzt erstmal hintereinander her. Vielleicht natürlich über die Strategie dann am Ende. Da werden wir ein bisschen mehr erfahren, wer weiß. Als könntest du meine Gedanken lesen. Da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Ja, das ist ja auch, darauf läuft es dann eventuell immer hinaus. Gerade dann, wenn ja, die Zweikämpfe halt zu nichts führen oder halt gar keine geführt werden, weil man sich denkt, okay, ich halte mich jetzt dann lieber doch dahinter. Da bin ich dann erstmal sicherer aufgehoben. Ja. Und wie bereits gesagt, also wir haben hier Möglichkeiten, Overcut, Undercut, auch der Undercut. Ich sage ja sonst, bin eigentlich immer das Verfechter des Overcuts in ACC, aber muss sagen, auch der Overcut könnte hier durchaus eine Rolle, der Undercut könnte hier durchaus eine Rolle spielen, weil Indianapolis eine sehr reifen, fordernde Strecke ist. Das heißt, die Rundenzeiten, die werden hier durchaus einbrechen mit der Zeit, oder wir sehen es auch jetzt schon, also diese Top-Zeiten gehen nicht mehr so zu 100%. Und in dem Sinne bringt dann ein frischer Reifensatz deutlich mehr dann natürlich, als er einem auf der Outlap kostet sozusagen. Ja, man muss dann natürlich genau den Breakpoint treffen. Ne? Also das kann, manchmal gibt es ja da wirklich so einen gefühlten, wirklichen Einbruchspunkt von den Reifen. Wenn man den dann überfährt, beziehungsweise da zu viel riskiert, beziehungsweise zu lang draußen bleibt, dann kann es schon sehr, sehr viel kosten und da ist es dann natürlich wirklich besser, einen Tick früher reinzukommen. Was aber dann nicht bedeutet, dass vielleicht bei mir am Ende dann die Reifen wieder einbrechen. Also das immer so ein bisschen. Das ist da auch dann noch der Punkt, was ist eine Track Position wirklich wert? Ja. Auf vielen Strecken ist es halt wirklich so, na, es bringt dir viel mehr als die Pace, die du an den Tag legst, weil du kannst halt verteidigen. Genau. Jemanden überholen ist viel schwerer, als sich zu verteidigen gegen jemanden, der hinter einem ist. Zumindest für die meisten. Aber was ist es wert? Auf manchen Strecken ist es halt dann doch wieder so, wenn du so viel Reifenverschleiß dann gegen Ende wieder hast, ja, dann ist das Überholen für den hinter dir doch auf einmal wieder einfacher. Ganz genau. Oder vielleicht sogar zu einfach. Und dann bringt es dir am Ende weniger, als wenn du dich doch für eine andere Strategie entschieden hättest. Richtig. So, während du das gerade erörtert hast, haben wir gesehen, der Seemann vorbei an Marcel Römer. Und Herr Gorka, vielen, vielen Dank, M. Gorka, vielen, vielen Dank für den Follow. Ich tippe mal, verwandt verschwägert mit
dem Tom Lorca. Tom Lorca wahrscheinlich, ja. Genau. Also Grüße raus da. Ja, wie gesagt, hier auch der ADAC Sim Racing Pokal ist ja, finde ich, ein Fest für die ganze Familie. Draußen neben Studio steht auch noch Hüpfeburg, Kinderschminken, Eselreiten, nee, andersrum. Ja doch, nee, war richtig. Also immer wieder schön zu sehen, auch die Altersunterschiede hier im Feld wieder. Also ich glaube, da ist von 16 bis 87 gefühlt alles mit dabei. Also das ist sehr, 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 sehr schön. Ja, der Grill natürlich. Nüring steht am Grill, der hat die Schürze um, der dreht die Würste um. Das ist der Nüring und steht am Grill. Jawohl, hier schon den Daumen nach oben. So, wir gucken mal weiter. Jetzt haben wir hier nämlich mehrere Kämpfe. Lukas Tippach dran an Morten Dierks. Dann haben wir Tim Göttger. Lukas Rode jetzt schon in der Box. Ja. Relativ ja, früh, finde ich. Oder vielleicht passen da die Drücke nicht. Dann ist es natürlich smart, früh reinzugehen. Die hüpfen jetzt mal im Kampf. Oder greift Lukas an? Nee, deswegen gucken wir uns das hier nochmal an. Gehen mal ein paar Sekündchen zurück, damit wir das überholen, wenn wir hier noch drin haben. Der andere hat eine Bratwurstbrille, hat ein Bratwurstbratgerät, genau. Ja, derweil fliegen hier auf jeden Fall auch weiter Zeitstrafen rein, die wir nicht weiter zuordnen können im Moment. Aber ja, damit haben wir jetzt für Marcel Römer 15 Sekunden. Für Thomas Arndt gibt es 5 Sekunden, Christian Steuer 10 Sekunden und Porsche haben wir eben schon erwähnt, auch 5 Sekunden. Leider gibt es wunderbare Broadcasting-Tool, das nicht her. Ich kann es euch natürlich aber auch mal hier einblenden, damit ihr da mal eine kleine Übersicht habt. Also ganz, ganz kurz mal. Hier, ja. 15 Sekunden Römer, Herr Arndt 5 Sekunden, 10 Sekunden Steuer und immer noch die 5 Sekunden Porsche. Ja, und 15 Sekunden sind natürlich auch eine ganze Menge, würde ich sagen. Und 5 Sekunden sorgt auch schon mal dafür, dass man ein oder zwei Positionen verliert. Absolut, absolut. So, ich würde sagen, wir schauen mal nach vorne, denn David Kühn ist da im Kofferraum quasi schon von Felix Arndt. Ja, und auch da will man nichts verschenken. Nee. An Streckenpositionen, also da möchte er sich am liebsten hinten dranhängen, vielleicht noch eine Anhängerkupplung anbauen währenddessen und ja, und Lukas Tippach hier gerade vorbei an Morten Dierks. Gucken wir auch hier nochmal. Ja, Klassiker, Kurve 1. Audi hat sich daran gesaugt. Innenseite hier für Lukas Tippach. Ja, Lukas Tippach jetzt auf der Aufholjagd gewesen. Hatte jetzt einige Sekunden zuzufahren von Position 7 aus. Ja. Und hat es jetzt aber dann geschafft und ist jetzt dann, sag ich mal, relativ einfach doch vorbeigegangen da an Morten Dierks. Ja. Mullemaus, Geek-Nerd-Frage. Der Reifenverschleiß beim Audi höher als beim McLaren, oder? Ja, würde ich sagen. Also es scheint zumindest so, dass der Audi relativ hohen Reifenverschleiß hat. Und würde ich mal so pauschal mit Ja beantworten. Lukas Tippi-Toppi-Tippach wieder mit einer gelben Flagge hier. Diesmal unverschuldet. Die war auch beteiligt, ja. Diesmal unverschuldet. Ich glaube, er hat ihn da ranrauschen sehen, wollte dann nochmal die Tür aufmachen. Also hier wurde er da leider ein bisschen weggerempelt von Morten Dierks. So sah es auf jeden Fall in der ersten Ansicht aus. Ich denke, auch da werden wir demnächst von den Stewards mit Zeitstrafen werden die da um sich werfen. Die Stewards in Person von Bjarne Bartling, Dennis Prior und Marvin Schindler. Also da wisst ihr dann schon mal, wo er die Beschwerden hinzurichten hat. Privatadressen gleich. Genau, hast jetzt gleich mal direkt geleakt. So, an die Leute bitte direkt Hassmails rausschicken. Nein, aber die müssen natürlich auch erwähnt werden, weil es ist natürlich auch Arbeit, die man da im Background machen muss. Ja. Also von daher, Grüße. Absolut, an der Stelle mal Props. Also einfach Stewards loben, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ganz genau, Hashtag Stewards loben. Ja. Eins in den Chat, welcher die Stewards lobt. Ja, das ist durchaus eine bisschen undankbare Aufgabe. Undankbare Aufgabe, genau. Wird einem nicht gedankt. Nee. Möchte man sagen, ja.
Außer es sei denn, man ist der Gegner und es wird eine Strafe für jemanden, der vor ihm fährt, dann kriegt man vielleicht einen Präsentkorb hier mit so einer schönen Torfstecher. Selbst dann ja nicht, das ist ja der Witz. Also es ist ja. Naja, aber es ist eine Aufgabe, die muss halt irgendwie gemacht werden. Absolut. Auch. Live-Rico gibt es nicht immer, das ist auch schon ziemlich cool, muss man sagen. Ja. Absolut. Finde ich auch gut, dass es hier bei diesem Format jetzt die Live-Rico gibt, weil es dann wirklich auch gleich. Ja. Wenn man einen Fehler in einem Rennen macht, dann wird es auch gleich in dem jetzigen Rennen bestraft und jeder geht dann, sag ich mal, frisch wieder ins neue Rennen. So war es ja immer in der Preseason, hatten wir das Format. Es gab den Fehler und im Nachgang wurde bestraft und dementsprechend dann im nächsten Rennen die Strafe mit draufgerechnet. Entweder 10 Sekunden oder 15 Sekunden, die musste man dann beim nächsten Rennen mit absetzen. Und was eben natürlich dann bei dem Rennen schon wieder irgendwie so ein bisschen die Chance genommen hat und daher finde ich, Live-Reko-Tatsache immer super. Ja, also definitiv, da bin ich auch. Wie gesagt. Aber natürlich ist es nicht immer leistbar. Ne? In unserem Fall ist das jetzt der Fall, aber natürlich nicht immer drin. Absolut. So, wir gucken mal ein bisschen durch hier. David Kühn, der, ja, ich denke, ein Viertel seines Lenkrads hat er schon abgeknabbert, weil er da einfach nicht vorbeikommt. Patrick Seitz, seinerseits. Aber immer auch noch hinter Herrn Kevin Krüger. Mann, ich bin der Wortwitz-Jongleur. Cool. Schafft es da auch nicht ganz vorbeizugehen an Kevin Krüger. Ja, ist da immer so im halbe Sekunden-Fenster drin. Aber schafft es eben nicht, vorbeizugehen. Ja, ein entscheidender Fehler kann alles ausmachen hier. Absolut, absolut. Und bisweilen haben jetzt auf jeden Fall alle noch so ihre Kämpfe. Und ich möchte auch sagen, auch Tom Gorka ist in der Führung nicht mehr, also der ist da noch nicht rauszurechnen. Also der ist zwar 2 Sekunden dahinter den beiden, aber lass den Zweikampf mal wieder sich ein bisschen zuspitzen, dann sind die 2 Sekunden ruckzuck nicht mehr existent. Oh, ich glaube, wir hatten irgendwie was ganz Komisches von Ben Hubor, der ist hier mal über den See gefahren. Also da muss irgendwas ganz komisch Disconnect-mäßig oder ähnliches sein. Da ping, keine Ahnung, aber es gab kein Disconnect. Er ist noch auf der Strecke. So, Patrick Seitz. Dran. Ja, so langsam kommen wir ins... Auch bei Morten Dirks gab es jetzt übrigens 5 Sekunden. Ich gehe mal davon aus, das war jetzt für die Aktion vorhin gegen Lukas Tippach. Ja. Können wir uns jetzt selber denken an der Stelle mal. Ja. Also 5 Sekunden dafür. So langsam kommen wir ins inoffizielle Pitstop-Fenster, würde ich sagen. Ja, inoffiziell, ja klar. Also muss man natürlich erklären, was du damit jetzt meinst. Also das inoffizielle Fenster, da wo es halt sozusagen am sinnvollsten ist, wahrscheinlich Boxenstops zu machen. Ja. Wohin die Fahrer sich das wahrscheinlich auch geplant haben mit Treibstoff und so weiter. Man kommt ja nicht allzu weit. Und zur weiteren Erklärung, ACC bietet ja die Möglichkeit, also diese Simulation, die wir gerade fahren, bietet ja die Möglichkeit der Einstellung zu sagen, bei einem 60-Minuten-Rennen soll geboxt werden, also gepittet werden zwischen Minute 20 und Minute 40 als Beispiel. Das könnte man einstellen. Dann würde zum Beispiel ein Boxenstopp, wenn ich nach 5 Minuten reingehe, würde dann in dem Fall nicht zählen. Und reingehen ist ein gutes Stichwort, denn David Kühn geht jetzt rein und wird wohl den von uns... angesprochenen Undercut versuchen. Da können wir jetzt gespannt sein. Wird Felix Arndt reagieren? Wird er eine Ferrari-Pit-Crew haben, die ihm dann die zu harten Reifen aufzieht? Wir werden es sehen. Also das... ja, durchaus möglich, ja. Also für ihn jetzt eigentlich dann... Eigentlich müsste er sofort reagieren. Er ist halt sein direkter Konkurrent und von der Logik her muss dann die nächste darauf folgende Runde halt reinkommen. Eigentlich, ja. Und er weiß ja auch nicht, welche Pace könnte theoretisch David Kühn halt in freier Luft gehen. Natürlich auch die Frage, ob er jetzt freie Luft überhaupt hat oder ob er da im Verkehr rauskommt. Absolut. Das sind immer so die Sachen. Aber so wie es aussieht, wird er da relativ freie Fahrt haben. Ja. Aber richtig, richtig schöner Kampf hier, muss ich sagen, zwischen Patrick Seitz und Kevin Krüger. Also... Kann man nicht anders sagen. Die liefern sich einen schönen Fight. Jetzt hier Kevin Krüger mal ein bisschen weit. Gibt es jetzt hier die Chance für Patrick Seitz? Gucken wir mal.
Wir zeigen euch auch mal hier den Geschwindigkeitenvergleich bzw. auch die Rundenzeiten der letzten drei Runden. Hier zwischen Kevin Krüger und Patrick Seitz. Oh, da gab es auch eine gelbe bei Markus Pusch, oder? Aber ich glaube. Oha, nicht, dass der gleich gelb-rot kriegt. Ich glaube, selbst ausgelöst. Ja, ich würde trotzdem jetzt mal kurz hier bei dem Kampf bleiben. Ja. Ist auch immer, ich glaube, so die Fahrer, also wir selber finden es ja manchmal interessant, was ist da passiert, aber die Fahrer selber wollen das immer, glaube ich, gar nicht, dass man das sieht, wenn die sich da weggedreht haben. Ja, die wollen das natürlich nicht. Ja, verständlicherweise. Weil man sieht, was sie für einen Mist gebaut haben. Ja. Verständlicherweise. Wie gesagt, immer in so halbe Sekunde Fenster. Dran ist er, aber kommt nicht vorbei. Aber man muss auch sagen, ich finde es schön, dass wir hier einen Bentley mit dabei haben. Bentley ist so ein bisschen, ja, jetzt könnte man fast sagen, das ungeliebte Kind von Kunos. Der naja, Bentley wurde. Also nicht immer. Ja. Also es gab Zeiten, da war der wirklich stark. Ja. Aber jetzt mittlerweile ist er verstoßen. Ja. Enterbt, verstoßen im. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Oh, auch Patrick Seitz bekommt ja auch 5 Sekunden. Eieiei. Also da muss auch irgendwas vorgefallen sein. Also verliert dann eigentlich erstmal eine ganze Ecke gegenüber Kevin Krüger. So, und jetzt kommt Felix Arndt rein, 2 Runden später. Aha. Mal das gucken. Ist für uns das Zeichen, dass wir da gleich auf David Kühn gehen, der auf jeden Fall freie Fahrt hat. Also der ist im luftleeren Raum rausgekommen. Ist natürlich auch immer wichtig, ne, Mullemaus, dass du nach deinem Boxenstopp rauskommst und wirklich frei fahren kannst, dass du da deine Pace gehen kannst. Ja, das ist nicht ultra wichtig. Entscheidend ist das an der Stelle, muss man sagen. Also nicht wäre jetzt wichtig, nicht in freier Luft rausgekommen und hätte dann da, hätte 1-2 Sekunden dann pro Runde verloren und das ist absolut positionsentscheidend. Absolut. So, deswegen gucken wir doch jetzt mal kurz. Marcel Römer, David Kühn haben wir hier. Ja, Indianapolis, die Durchfahrt allein ewig lang. 53 Sekunden, Freunde. Also das ist schon. Allein die Ausfahrt, muss man sagen. Ja. Ist halt schon. Das ist schon sehr, sehr, sehr lang. Gucken hier nochmal ganz kurz. Oh, Felix Arndt setzt sich wieder in Bewegung. Jawohl, deswegen, da müssen wir jetzt mal rüberschauen, Freunde. Aber David Kühn ist hier noch weit weg. Aber wie gesagt. Weit weg, ja. Muss man sagen. Hatte er dann Fehler in seiner Outlap? Wir wissen es nicht. Wir gucken mal Felix an. Wow. Wo ist Felix unterschätzt, an? Unterschätzt halt die Ausgangslinie nicht. Ja, Felix an. Aber es immer wird immer noch langsam. Und da ist man so, man betet. Da, und kommt, da kommt er schon angeschossen jetzt. Ja, und ich glaube, und er jetzt, geht vorbei. Der Pitcher mit der Spät erst raus. Jawohl, ist vorbei. Ja. Felix Arndt geht vorbei an David Kühn. Da kommt David Kühn erst zurück andersrum. Auf die Strecke. Andersrum, danke. Ja. David Kühn geht vorbei an Felix Arndt. Danke, Mullemaus. Haben natürlich Quatsch erzählt. Und da ist es natürlich wieder, das Überholmanöver in der Boxengasse. Und wir haben wirklich eine fast identische Standzeit. David Kühn 32,2 Sekunden, Felix Arndt 32,5 Sekunden. Das sind 0,3 Sekunden Unterschied. Der Unterschied, ja, der war so 0,3, 0,4. Ja, er war die ganze Zeit dran, ja. Ja, aber vielleicht hat er sich auch da auf der Strecke nochmal die nötigen Zehntel geholt. Und jetzt ist David Kühn eben der Gejagte von Felix Arndt. Ja, so Tom Gorka ist jetzt reingekommen. Der war ja auch knapp hinter den beiden. Jawohl. Denke ich mal, wird auch wahrscheinlich, wenn alles gleich läuft, auf ähnlichem Abstand da rauskommen. Aber hat dann natürlich die frischesten Reifen gegen Ende des Rennens. Hat sich jetzt ja quasi für die Mitte entschieden, genau. Ja. Wird dann halt genau zur Hälfte wieder aus der Box rauskommen. Ich blende euch auch mal die Info ein, wer jetzt schon geboxt hat, wie Sven Ottke, und wer eben noch nicht in der Box war. Ihr seht das am... Geboxt hat wie Sven Ottke. Das ist nochmal ein Standardspruch. Auch gut, ja. Ihr seht es aufgrund der schwarzen Eins mit gelbem Hintergrund, heißt, es ist noch ein Boxenstopp vonnöten, ist das Zeichen da links neben dem Hersteller grün.
dann war man schon zum Pflichtboxenstopp. Ja. Ich bin mal gespannt, was... Er verliert jetzt deutlich am Boden, auf jeden Fall Tom Gorka. Der wird sogar Richtung 4 Sekunden, 5 Sekunden Abstand haben auf die beiden vorne. Denke ich auch. Wir sind gerade noch bei Patrick Seitz mit dabei, aber wir schalten jetzt mal zu Benhur Bohr. Der ist ein Tick näher dran an seinem Kontrahenten, an Herrn Römer. Ja, da wird vom Honda mal, ich sag mal, sehr, sehr defensiv Platz gemacht hier. Von Herrn Porsche müsste das gewesen sein. So, Patrick Seitz jetzt in der Box. Kevin Krüger bleibt draußen. Also auch da, Freunde, ist für uns ein Duell, was wir im Auge behalten sollten. Allerdings schwierig aufgrund der Strafe von Patrick Seitz. Ja, stimmt. 5 Sekunden. Du hast recht. Wird er da wahrscheinlich nicht den Boxenstopp-Stich haben gegen Kevin Krüger. Ja, und Benhur Bohr jetzt gerade leider mit einem kleinen Fehler. Das kostet ihm so ein bisschen, ja, auch den Windschatten. Na, sonst hätte er mitnehmen können. Windschatten im Sonderangebot hat er in dem Fall ausgeschlagen. So, die schnellste Rennrunde hat Felix Arndt gefahren. 1:35.560. David Kühn. Ja, bis jetzt zumindest, ne? Ja, jetzt haben wir nochmal frische Reifen bei allen am Start. David Kühn war ein Tick schneller, aber eben Runde ungültig. Ja, die letzten Runden eigentlich schon so. Ja. So, und jetzt mal gucken. Jetzt hat David Kühn ja erneut freie Fahrt sozusagen. Jetzt hat er eben nicht mehr Felix Arndt vor sich, sondern hinter sich, hat die Track Position und 2 Runden ältere Reifen. Ja. Aber ja, mal gucken. Jetzt hat er immerhin die freie Fahrt. Ne? Das kann vielleicht jetzt dann doch wieder der entscheidende Punkt sein. Und ich würde sagen, der Abstand ist aber jetzt wirklich seit Rauskommen von Felix Arndt gleich geblieben. Also es waren 1,2 Sekunden. Das Broadcasting-Tool, es rührt sich nicht. Also die fahren hier wirklich beide absolut identische Pace. Der Vergleich hinkt jetzt gerade ein bisschen, weil der eine da noch die Boxenstopp-Runde mit drin hat. Gucken wir gleich mal beim nächsten Überqueren der Start- und Ziellinie. So, da haben wir jetzt Morten Dierks. Der hatte, glaube ich, auch eine Strafe, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte. Und er ist jetzt genau hinter Loschke Dien rausgekommen. Mhm. Aus der Box. Muss ich da jetzt quasi wieder dran vorbeikämpfen. Ja, Trapp hinter Herrn Steuer. So, Lukas Tippach in der Box, Marcel Römer in der Box, Benhur Bohr in der Box. Nur Kevin Krüger denkt gar nicht dran. Ja, der bleibt hier sehr lange draußen, aber kann man durchaus machen. Ja, absolut. Kommt natürlich immer auf die Situation an, wenn man jetzt nach vorne nicht so viel zu gewinnen hat, initial zumindest, wenn man da ein paar Sekunden Abstand hat und nach hinten eben auch, dann kann man durchaus auch mal ein bisschen verlängern und um zu hoffen, wenn gegen Ende noch was abfällt, dann die entscheidenden Millimeter mehr auf dem Reifen noch zu haben. So, jetzt kommt er aber rein. So, ich muss mir jetzt hier mal eine Situation angucken von Christian Steuer. Ah, okay, der ist ja nicht gut rausgekommen. Boxenschlüssel vergessen. Ja, und der lässt die Kollegen hier vorbei, weil er sich denkt, okay, ich selber muss noch an die Box. Will hier gar nicht irgendwie mit eingreifen. Müsste er nicht tun. Ist sehr, sehr Gentleman-mäßig. Hätte er aber in dem Fall nicht tun müssen. Aber klar, Gentlemen sind immer gerne gesehen. Jetzt fährt er auch in der Box, der Christian Steuer. Für uns also das Zeichen, wieder nach vorne zu geben zu Morten Dierks. Oh, da gibt's einen Dreher. Da gibt es einen Dreher bei Morten Dierks und Loschke Dien. Da gucken wir nochmal rein hier. Ja, ein Verbremser, dann wird hinten raufgefahren. Ja, also hier. Aber auch hier wird Gentleman-like tatsächlich gewartet. Also Morten Dierks ist sehr langsam unterwegs gerade. Der wartet da jetzt. Setzt jetzt seine Fahrt ein bisschen fort. Ja, nee, jetzt lässt er hier den Honda vorbeiziehen und will natürlich... Muss natürlich aufpassen, dass da hinter der Bentley nicht auch noch durchkommt. Ja. Der denkt sich, jawohl, das nehmen wir mit. Oh, kleine Berührung. Oh, das wollte er nicht. Oh,
Jetzt aber ein bisschen mit der Brechstange dann die Position doch noch verteidigt. Das fand er jetzt nicht lustig, der Bentley holt er auch direkt die. Ja. Oh, die Lichthupe raus und da sticht er dann rein und jetzt wird's wild hier. Jetzt ist aber Pfeffer in der Suppe, in der Hechtsuppe hier. Ja, da ist jetzt noch ein bisschen Geschmack drin, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Ich finde, es gehört auch dazu. Absolut, absolut. Aber es ist natürlich dann genau die schwierige Situation, wenn du ihn wieder vorbeilassen möchtest so. Ja. Und dahinter ist dann genau einer, der möchte gerne die Situation ausnutzen und das absolut. Ist jetzt in dem Fall passiert. Absolut. Aber hier haben wir auch das angesprochene enge Mittelfeld. Also es ist super schön zu sehen hier, ja. Wie ich es immer nenne, Midfield Madness. Wir haben das ist tatsächlich der Kampf um Position 10, der sich eigentlich in Wir müssen nach vorne scheinen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, denn David Kühn möchte hier gerne vorbei an einem Backmarker, an Herrn Seemann, was heißt Backmarker, der führt gerade noch. Muss hier auch nicht vorbei und da kommt die Attacke von Felix Arndt gegenüber David Kühn noch folgenlos. Seemann hat sich da mal ins andere Meer verabschiedet, geht jetzt auch in die Boxengasse, wird jetzt hier seinen Kutter in die Werft bringen. Ja, und der Vorsprung von David Kühn ist so ein bisschen dahin. Definitiv, ja, der konnte sich da jetzt natürlich erstens nicht in See auflösen, genau, passt, ja. Luft im See auflösen. Das andere Element, genau. Nicht Wasser, das andere Element. Richtig, genau, in Luft auflösen. Und musste er aber auch nicht, war ja schließlich eine Position, das hatten wir eben ja schon mal das Thema. Genau. Und ist aber natürlich trotzdem irgendwie da jetzt ein bisschen in Druck geraten und ein bisschen zu weit gefahren. Und dann kam auch der Angriff von Felix an, der wollte die Situation dann nutzen. Hat nicht ganz gereicht, aber jetzt mal gucken. Wie gesagt, hatte auch jetzt gegen Ende immerhin die zwei Runden frischere Reifen. Das und bei so, kann schon was ausmachen. Das ist auch das richtige Stichwort. Ne? Bei so einer Situation kann man sich dann auch mal schnell die Reifen zerstören. Also es geht dann ganz, ganz schnell. So, Freunde, jetzt hier überall Action. Wir gucken auch mal hier wieder hin. Morten Dierks vorbei an Rogner. Gucken wir mal 10 Sekunden zurück hier. Ja, Rogner geht da weit raus, fährt er über den Acker und dementsprechend hier die Position für Dierks, Morten Dierks und Tim Goetker. Na, Dierks erhält nochmal 5 Sekunden, 10 Sekunden. Ah, wird gerade noch verteilt hier. Das wird wahrscheinlich für die Aktion in Turn 1 da gewesen genau, sein. Genau, den Dreher, wobei er da ja natürlich gewartet hat. Also, ja, wobei man sagen muss, in so einer Situation mit einer Live-Reco ist es, also es ist Gentleman-like, möchte ich sagen, aber es bringt einem natürlich nichts. Okay. Fahrt weiter, die Strafe kommt so oder so. Genau, es ist, im Zweifelsfall sorgt das halt nur für weitere Situationen, wie wir jetzt auch gesehen haben. Weil für uns spannend, ne? Also für den Zuschauer. Für uns war es gut, ja, genau, aber Eigentlich muss man sagen, Live-Reco ist da und die wird das regeln, ob ihr da jetzt wartet oder nicht. Und absolut. Ja. Genau. Sonst natürlich finden wir das sehr, sehr, sehr löblich. Also wie gesagt, auch da, um dem nochmal hinterherzuschieben. Also ich persönlich finde es löblich. Aber wie gesagt, hier mit Live-Reco entgeht man der Strafe sowieso nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie milde die Damen und Herren dort sind. Um dann zu sagen, okay, der hat gewartet, der braucht keine Strafe. Na gut, also der Kollege hat 10 Sekunden bekommen, ne? Trotz dass er da jetzt eine Position abgegeben und nochmal eine weitere obendrauf sozusagen. Ja, ja. Und jetzt wird er wahrscheinlich noch 3 weitere verlieren, nur durch die 10 Sekunden. Ja. Zumindest nach aktuellem Stand. Also ich wette, der Morten, der fährt demnächst, also nächstes Mal soll es da nochmal, der fährt durch. Ja, warte. Ich würde auch sagen, beim nächsten Mal, da wird das auf jeden Fall anders gehandhabt. Ja, denke auch. Aber ja, vielleicht die Situation mit der Live-Reco jetzt auch vielleicht für die Fahrer noch ein bisschen eine unbekannte könnte sein. Absolut, klar. Weil in der Preseason gab es das natürlich auch nicht. Ja. Ich kenne das klar persönlich von Endurance-Rennen, wo ich selber auch schon teilgenommen habe, aber na klar, ja. So, jetzt haben wir hier Matthias Rogner und Tim Goetker, Morten Dierks hängt an Herrn Trapp und vorne immer noch Kühn gegen Arndt. Ja, 20, das wird sich noch... Ja, 20 Minuten noch auf der Uhr.
Ja, es wird sich noch eine Weile ziehen, auf jeden Fall. Und jetzt kommt natürlich auch der Verkehr immer noch dazwischen und auch Browning nimmt da lieber die Ausfahrt, anstatt jetzt hier den Kampf um die Führungsposition hier irgendwie zu beeinflussen. Ja. Wir sind gerade dabei bei Morten Dirks und Herrn Trapp. Also das war der Bentley, jawohl, der da noch zwischengehuscht ist. Das ist so ungefähr, ne, als würde man an der Kasse, würde jemand fragen, kann ich mal vorbei, so wisst ihr, mit ihnen in der Sache in der Hand, auf einmal kommt dann die ganze Familie noch von hinten mit dem riesen Einkaufswagen und so weiter und so fort. Und dann denkt man, Manno, Misty, Monster, hi, na schön. Schön, dass du einschaltest. Eigentlich vom Geschwindigkeitenvergleich, gucken wir da mal rein, McLaren gegen Bentley. Oh, die nehmen sich nicht viel. Die nehmen sich nicht viel, Tatsache. Das ist für mich auch ein bisschen überraschend gerade. Nee, für mich nicht. Also. Ja, mal ist was. Schon so. Ja, Rogner. Vorbei. Nee, Tim Gütger vorbei wieder an Rogner. Und ist bei Dirks und Trapp. Ja, Dirks und Trapp, genau. Aber er hat zu nichts geführt, weil das. Ja, Dirks muss natürlich jetzt vorbei auch, um da nicht noch mehr an Boden zu verlieren. 10 Sekunden Strafe kriegt er da am Ende des Rennens nochmal oben drauf. Ja. Und wenn wir das mal hochrechnen, dann ist er da schon bei Position. Jetzt reicht's. Ja. Fehler von Bentley. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, hier 10 Sekunden nach hinten, dann sind wir da schon Position 15. Position 14, 15, wenn ich mich jetzt nicht komplett. Na, 14 müsste er dann sein, also der 14. überholt ihn sozusagen. Genau. Aber das kann er vielleicht noch verhindern. Und da geht es jetzt auch gerade ganz gut rund, muss man sagen. Mhm. Position 13, 14, 15. Nee, 12, 13, 14 meinte ich. Ja, könnte ihm dann natürlich zugutekommen, ne? Ja, genau. Es könnte ihm wieder zugutekommen, wenn die natürlich jetzt im Zweikampf sich verheddern da. Dann verlieren die vielleicht die 10 Sekunden noch. Ja, ein bisschen gesqueezed da der Porsche. Ja. Gegenüber den Audi. Ein bisschen zu weit rausgekommen da für meinen Geschmack. Ja, da kann man dem Audi keinen Vorwurf machen. Das war eher. Ja, ich bin Porsche, der Marcel Römer. Ja, vielleicht sich ein bisschen verschätzt da mit der Wand, aber man kommt auch ganz schnell in der Kurve rechts immer mal ein bisschen zu weit raus, weil das sehr untersteuernd ist da an der Stelle. Die Fliehkräfte einfach sehr, sehr stark. Ja, und David Kühn vorne konnte sich jetzt wieder ein bisschen freifahren. 1,2 Sekunden, jetzt wieder der Abstand. Zwischen ihm und Felix Arndt. Da kommt immer mal wieder so ein bisschen Verkehr dazwischen und der bringt dann immer mal wieder ein bisschen was durcheinander. Oder kostet halt dann Zeit im Zweifelsfall. Ja, absolut. So. Ja, und das ist halt auch eine Situation, auf die Felix Arndt hoffen kann, ne? Dass da sich eine Tür auftut. Ja. Ein Mitarbeiter der Rego, bitte Kurve 1. Ein Mitarbeiter bitte. Ja, genau. Wir müssen so Codes einführen wie im Supermarkt, die keiner versteht. Ja. Oh, hier spät auf der Bremse der Porsche. Aber bremst sich da locker rein. Matthias Rogner relativ defensiv. Ah, und fährt jetzt hier über den Körper und verliert leider das Auto. Eieiei, schade. Gucken wir hier nochmal rein. Gucken in die Chasecam. Ja, da hoppelt er über den Körb und dann. Ja, kleiner Ausflug ins Grüne. Ja, Torben, es gibt Schaden. Ich weiß gar nicht. Selbstverständlich. Ja. Wo war denn unser Kollege, ich glaube Jörg Rudloff? Aber der hat mittlerweile repariert. Hier sieht man es dann nicht mehr. Der hatte auf jeden Fall einen ordentlichen Frontschaden. Also da hat die Motorhaube stand auf 8:30 und der Front-Splitter, der Frontkotflügel auf 7:30. Und da war schon mal ein Riesenunterschied. Und ja, aber es gibt Schaden, sowohl aerodynamisch als auch mechanisch. Ja, so und Matthias Rogner ist jetzt auf jeden Fall rausgefallen aus diesem 10-Sekunden-Fenster von Morten Dirks. Also eine Position weniger, die er verliert im Zweifelsfall. Ja. Aber da hat er natürlich noch einiges wieder rauszuholen jetzt. Ja. Und vielleicht auch noch den Zweikampf gegen Losch Gedien zu führen, wer weiß. Mhm. Oder wieder aufzunehmen. Ganz genau.
Ah, jetzt haben wir hier wieder 0,7 vorne bei David Kühn gegen Felix Arndt. Hinten Marcel Römer 0,7 Sekunden dran an Tim Goetker. Markus Posche, ja, jetzt leider hier mit einer gelben Flagge. Gucken wir da nochmal rein. Ja, da will der Honda nicht so, wie er möchte. Und dreht sich da mal ein wie ein Lockenwickler. So, wo ist denn eigentlich unser Lukas Tippach? Auf Position 6. Ist er da? Ja, lange Zeit jetzt mittlerweile. Also hat sich da von 7 schon lange vorkämpfen müssen. Im ersten Stint sozusagen kämpft er jetzt Stück für Stück sich wieder nach vorne Richtung Position 5. Aber der Kampf wird auf jeden Fall härter werden. Das kann man sagen. Und ja, er muss auch erstmal dahin kommen. Also 2,8 Sekunden. Letzte Rundenzeit war da. Ah doch, 6 Zehntel schneller auf jeden Fall davon. Lukas Tippach gegenüber Patrick Seitz. Der Nüring, das Auto hat kein Vertrauen in seinen Fahrer und macht, was es will. So gut. Ja, wir haben hier den Zeitenvergleich mal zwischen Felix Arndt und David Kühn. Felix Arndt, ja, in den letzten 3 Runden war nur die Mittelrunde, sag ich mal, schneller. Oh, das war jetzt natürlich auch sehr knapp. Ben Hubor dreht sich da auf der Strecke und das kann natürlich dann auch nochmal ganz, ganz entscheidend und ja, fies werden, wenn man da aufgrund eines Fehlers eines anderen da im Siegeskampf irgendwie unterbrochen wird. Ist aber alles nochmal gut gegangen. Ich war beim Zeitenvergleich stehen geblieben. Also man sieht über die letzten 3 Runden hinweg David Kühn auf jeden Fall eine leicht bessere Pace. Aber... Ja, aber die schnellste Rennrunde immer noch bei Felix Arndt. Ganz genau. Aber auch hier würde ich mal reingucken. Patrick Seitz gegen Lukas Tippach. Und Lukas Tippach, der holt hier von Runde zu Runde circa eine halbe Sekunde auf. Also das kann hier auch noch was werden. Und wir sind jetzt hier bei 2,5 Sekunden Abstand. Dementsprechend noch 5 Runden und da sind wir noch im Zeitfenster. Dann läuft da Lukas Tippach wieder auf Patrick Seitz. Ja, wo man auch sagen muss, Patrick Seitz hängt da natürlich gewissermaßen auch fest hinter Kevin Krüger. Also eventuell könnte der auch schneller. Ja, eventuell wiederum entwickelt sich halt auch ein Dreikampf dann gegen Ende des Rennens. Ja, Lukas Tippach hat ja wirklich viel verloren am Anfang des Rennens. Und das alles natürlich wieder reinzuholen, das dauert. Da gab es auch noch mal 5 Sekunden für Marcel Römer, sehe ich hinten auf der 13. Schalten wir mal hin. Er kämpft jetzt hier mit dem Honda von Tim Goetker. Ja, mal gucken, ob ihm das, sage ich mal, noch, noch viel voranbringt. Oder doch noch mehr kostet als nur die 5 Sekunden, die er schon noch zusätzlich kriegt. Ja. Aber für den Moment würde er da, glaube ich, eh keine Position verlieren mit den 5 Sekunden. Ja, absolut. Von daher kann er da ruhig den Zweikampf eingehen. Absolut. Kommen die Führenden tatsächlich als nächstes erst hinter ihm jetzt? Also da gibt es dann als nächstes die Überrundung für Marcel Römer. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? Wenn man selber in einem Kampf ist, dann möchte man natürlich ungern, dass da jemand reinfuscht von hinten, beziehungsweise von vorne. Ja, geht dann genauso andersrum, ne? Also, Ja, klar, das ist natürlich... immer so eine Einschätzungssache, wie man das am besten regelt. Aber man kann das auch ganz gut für sich nutzen, indem man halt die Überrundenden erstmal vorbeilässt und dann versucht, hinterher zu schlüpfen. Ganz genau. Wir haben es ja vorhin gesehen, so ein bisschen. Felix Arndt hat es ja versucht.
Ja, das war nicht ganz das gleiche Manöver. Also der Vergleich, das war eine andere Situation, ja, genau. Also umgekehrt sozusagen. Genau, er wollte die überrunden, zu überrundenden nutzen. Genau. Obwohl es waren ja teilweise bisschen, nicht mehr zu überrunden, es war sogar ein Zweikampf. Ja. Vergleich hinkt ein bisschen, gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, es eröffnet immer mal wieder Situationen, wo man dann vielleicht wirklich vorbeigehen kann. Und jetzt hier der Außenseite, Marcel Römer versucht es hier mal. Ja, es ist schwierig da tatsächlich, sich da außen ranbremsen in der Kurve. Die ist ein bisschen zu scharf dafür. Und da ist auch nicht so viel Grip. Einfach auf der Außenseite. Ja, die Kurve ist wirklich relativ gemein. Man wird da so weit nach außen getragen, muss dann wieder anbremsen. Rechts einlenken. Oh, da muss aber auch ein Fehler jetzt drin gewesen sein hier bei Felix Ahn. Der hat jetzt schon fast 2 Sekunden Rückstand. Ja, in der letzten Runde, in der letzten Runde halbe Sekunde verloren. Halbe Sekunde, ja. Das ist verhältnismäßig viel. Ja. An der Stelle, genau. Tja. Ja, wir können ja nochmal irgendwie... Leichte Berührung. Oh. Ja, leichte Berührung hier bei Tim Goetker. Hier passiert immer am meisten, muss man sagen. Ja, Richtung eben. Goetker und Römer. Ja, Seitz wieder dran an Krüger und Tippach jetzt doch wieder zurück. 3 Sekunden Abstand, also... doch noch wieder ein Stückchen verloren jetzt auch. Letzte Runde auch ein 1/16 langsamer gewesen da als Patrick Seitz. Ja. Da war irgendwas... Ist irgendwas passiert, denke ich mal. Irgendwas ist immer. Kleiner Fehler oder was? Auch lustig, bei mir fliegen hier die Styroporteile rum von der Strecke. Ja. Das ist ja alles clientseitig, deswegen sehen das nicht alle gleich, aber. Richtig. Übrigens auch eine Aufgabe der Reko, die nachher wieder zusammen zu puzzeln. Ja, genau, richtig, ja. Also Bjarne, Marvin und Dennis werden im Nachgang dann auf der Strecke wieder alle zusammen puzzeln müssen. Wir gucken jetzt aber doch mal zu Morten Dierks gegen Herrn Lösch Gedin. Hätte ich jetzt auch mal vorgeschlagen. Haben wir das Duell McLaren gegen Honda. Auch der mit Patex wird zusammengeklebt, genau, schöne sieht's 3D, aus. Schöne 3D-Puzzle dann auf jeden Fall. Ja, wir sehen hier immer so leicht unterschiedliche Linien der beiden Fahrer, Lösch Gedin und Morten Dierks. Ja, Müllemaus, ich glaube, so langsam 7 Minuten haben wir noch. Kommen wir auch noch mal so ein bisschen zur Punktevergabe zu sprechen. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es natürlich auch für das Qualifying Punkte. Für die P1 3 Punkte, für P2 2 Punkte und für P3 einen Punkt. Also ist es da auch gar nicht mal so unwichtig, dass man da eine gute Zeit fährt. Ja, zumindest so den entscheidenden Punkt mehr dann nochmal mitnehmen. Ja. Also warum nicht? An der Stelle, ja, gut. Nimmt den David Kühn auch mit. Und absolut. Also der wird hier die volle Punkteausbeute holen. Ja, zumindest sieht es aktuell dann aus. Wir wollen mal nicht den Tag vor dem Abend loben. Aber deswegen auch ein Wenn er das jetzt so übers Ziel bringt. Ja. Ja, und dahinter hat sich auch nicht viel getan tatsächlich. Felix Arndt auf der 2. Position. Vor Tom Gorka, der jetzt auch dann mit der Zeit halt wirklich halt ablassen musste. Mit dem Boxstop auch ein bisschen was verloren hat er. Ja. Aber dann auch relativ einsam da unterwegs ist. Ja, also, ja, den müssen wir eigentlich Position fragen. 4. Also ich meine, wie gesagt, bei David Kühn, wenn es jetzt so bleibt, ne, Prämisse ist, wenn es jetzt so bleibt. Müssen wir Tom Gorka mal fragen, wie sein Rennen war, weil viel hatten wir die natürlich nicht im Bild. Ja. Wir wollen natürlich immer möglichst alle Fahrer irgendwie mit im Bild haben. Ist uns natürlich gerade auch hier im Simracing-Pokal, weil es ja wirklich, ich sag mal, eine Familie ist, ADAC Hansa, ADAC Schleswig-Holstein. Wollen wir natürlich alle Fahrer irgendwie im Bild haben, aber
sind wir mal ehrlich, wenn da jemand mit 8 Sekunden nach vorne und 32 Sekunden nach hinten, ist es natürlich nicht ganz so interessant. Ja? Aber wir schalten trotzdem mal ganz kurz hier zum Drittplatzierten, der da wirklich sehr, sehr einsam seine Runden dreht. So, in dem Fall Rögütger und Römer. Das gucken wir uns nochmal in der, in der gesamten Entstehung an. Da haben wir nämlich die beiden Führenden, die jetzt vorbei sind an dem Päckchen. David Kühn und Felix Arndt. Eieiei. Ja, da gab es einen kleinen Fehler, Tim Gödgert zieht dann hier ein bisschen zu. Ja, hier geht noch alles gut. Der Porsche wird ein bisschen weit und dann gab es eine verschiedene Linie. Dann wird der Porsche rausgeschubst. Dann kommt der Porsche zurück. Also ich glaube, da nehme kleines Hin und Her, aber ausgelöst eigentlich durch den Honda, der ein bisschen zu tief da erst sich verbremst hat, sage ich jetzt mal. Steht am Anfang der kausalen Kette auf jeden Fall. Ah, ich würde es. Es ist schwierig zu bewerten, das aber ist wirklich mal gucken, vielleicht werden die Stewards da jetzt was draus machen. Ja. So, wir gucken mal. Markus Porsche hinten, Position 21. Hängt da an Bruce Browning dran. Sehen wir hier nochmal ein Überholmanöver. Gibt immerhin einen Punkt mehr. Der ja am Ende entscheidend sein kann. Ja, für was auch immer, wo man da hinkommt. Ui, jawohl. Ja, Porsche jetzt vorbei an Bruce Browning. Ja, Porsche ja auch lange mit ein bisschen Problemen da mit seinem Honda offensichtlich. Ja. Unterwegs gewesen, immer mal wieder auch abseits der Strecke hier. Aber ist doch schön, wenn die beiden sich, sag ich mal, da so ein bisschen gefunden haben und untereinander feiten. Oh, Bruce Browning guckt da mal nach rechts. Oh, der Honda auch weit! Und da gibt's die Hürden, räumen sich dann gegenseitig runter. Ich gebe da mal 10 Sekunden zurück. Hier haben wir erstmal von Bruce Browning den kleinen Rempler gegen die Wand. Der Honda geht weit, bremst dann zu doll, kommt dann auf die Strecke zurück. Ich hab gerade auch gesehen, wie sie wieder auf die Strecke gefahren. Das war wirklich so, nee, fahr du zuerst. Nee, komm, fahr du zuerst. Oh, süß. Also wirklich, auch wirklich dann noch so überfair. Ist echt sehr süß. Nee, ist schön. Und genau darum, also klar, wir wollen hier Rennaction sehen, aber genauso wollen wir auch sehen, dass die Fahrer respektvoll und fair miteinander umgehen. Morten Dierks. Dran an Loschkedin. Oh, da ist McLaren und da, ja, der McLaren, ich glaube, der war jetzt hier auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Wir gucken hier mal in der Chase-Kamera. Der Honda kommt da sehr weit raus, muss da irgendwie abbremsen. Also da kein Vorwurf an Morten jetzt gerade. Absolut nicht. Da muss ich jetzt mal sagen, darf er keiner Strafe für kriegen. Weil der Honda bremst da wegen dem zu Überrundenden ab und Morten, ja, rauscht da einfach ein bisschen hinten rauf. Ja, und hier haben wir immer noch das Duell. Ja, schwierig, sage ich jetzt mal. Ne? Normal sagt man immer, wer drauf fährt, hat Schuld, aber das ist halt... Aber damit kann man fast nicht... Also, ich möchte natürlich... Ich bin nicht in der Reko, Gott sei Dank. Nee, wir entscheiden das ja nicht. Richtig. Das ist ja der Punkt. Richtig. Wir können aber nur... Morten Dierks hat auch so tatsächlich er immer noch seine 10 Sekunden, die er damit sich rumträgt. Ja. Wo er aktuell... Ja, nur die Position an Loschkedin verlieren würde. Hinten Porsche wieder. Haben wir wieder das Duell. Kurve 1. Da gab es jetzt nochmal eine 10 Sekunden, glaube ich, für Gödger. Aber da gab es ja auch eine Situation, die hatten wir gerade. Ja, genau. Oh. Gödger und Römer. Ja, Römer hat 5 Sekunden, aber schon länger. Und Gödger hat jetzt auch nochmal 10 bekommen. Ja. Oh, und Porsche jetzt wieder. Porsche Bruning, die treffen sich schon wieder. Eieieiei, und jetzt können wir auch mal hier für den Torben können wir mal zeigen. Also man sieht hier die Spaltmaße, ähnlich wie beim Tesla. Und die Motorhaube klappert wie die Mühle am rauschenden Bach. Also Torben, wenn du hier noch zuschaust, dann hier der Beweis, dass es auch hier Schaden gibt. So, ab nach vorne Patrick Seitz. Und dann müssen wir auch den Führenden im Auge behalten, denn ihr habt es gerade vielleicht zwischendurch gehört, wir sind in der letzten Runde. Wobei man dazu sagen muss, Schaden kann ja auch nur visuell sein, theoretisch. Ja. Aber hier ist es natürlich nicht der Fall. Oh, Patrick Seitz versucht hier nochmal alles. Oder gern vorbei an Kevin Krüger.
Ha, da kommen die Daumen nach oben. Sehr gut. Freut mich, dass wir das da auch nochmal so ein bisschen für dich auflösen konnten. So, Freunde, wir schalten nach vorne. David Kühn, schnellste Runde im Qualifying. Beim Start wurde ein bisschen weggenascht, aber dann das glorreiche Überholmanöver in der Boxengasse. Er hat da Geduld bewiesen, ist da die ganze Zeit hinter Felix Arndt hinterhergefahren und hat dann wirklich die Klapperschlange David Kühn hat dann beim Boxenstopp zugeschnappt und gewinnt hier meiner Meinung nach sehr verdient das Rennen vor Felix Arndt. Auf Position 3 wird Tom Gorka dann ins Ziel rollen. Und dann gucken wir mal, 4 und 5, das ist noch nicht entschieden. Lecky, 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 welcome. Welcome to the ADAC Sim Racing Cup. A special cup here today. Kevin Krüger gegen Patrick Seitz. Patrick Seitz gegen Kevin Krüger, die letzte Chance hier. Das wird nichts mehr werden für nee. Patrick Seitz. Da haben wir ihn, aber vorher fährt erstmal Kevin Krüger über das Ziel. Ja, Lukas Tippach ist da auch nochmal so ein bisschen rangekrochen, aber kann sich da nicht nochmal irgendwie entscheidend mit in den Kampf hinein positionieren. Aber die werden ihren Spaß gehabt haben, glaube ich. Denke also auch. Ja, ja, Patrick Seitz, Kevin Krüger, definitiv. Also das ein Pärchen, ich denke, das werden wir über die Season hinweg öfter sehen. Lukas Rode hier auf Position 7. Jawohl. Auch er beendet das Rennen. Morten Dierks hier nochmal. Ja, leichte Berührung ja, gegen Bruce Browning. Überrundungsverkehr da, genau. Ja. Und auch hier ja, bei Bruce. Hat auch nochmal 10 Sekunden bekommen ja. Jetzt am Ende, ich glaube, für die Berührung mit Browning. Ja. In Turn 1. Ja. Ja, und das war's, Freunde. Das war's. Das erste Rennen des Sim Racing Pokals ist Geschichte. Uiuiui. Also doch sehr, 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 sehr spannend. Wie gesagt, vorne das Trüppchen, Mittelfeldtrüppchen. Aber das werden wir natürlich gleich im Studio und in den ganzen Interviews analysieren. Also, Freunde, zurück ins Studio. Und da sind wir auch schon. So. Schnell geht's. So schnell geht es manchmal. Sonst hat man ja immer noch so einen kleinen Übergang, den werde ich auch zum nächsten Mal, aber der wurde bei mir falsch gerendert und bevor ich was falsches oder irgendwie was minder qualitatives hier einblende, dann lasse ich das lieber. Ja, Mullemaus, deine drei Worte zum Rennen, während ich hier Uwe anspitze, dass der die Ergebnisse parst. Ja, wenig überraschend, muss man sagen. So ein bisschen hat sich das aufgeteilt, wie wir es eigentlich erwartet hatten aus dem Qualifying. Von der Pace her hat sich das so gut, aber der ein oder andere noch so ein bisschen Probleme mit seinem Fahrzeug. Vielleicht werden wir da sehen, dass das im Laufe der Saison durchaus auch eine positive Wendung nimmt bei dem ein oder anderen, kann ich mir gut vorstellen. Weil, wie wir bereits gesagt haben, man fährt natürlich immer dasselbe Fahrzeug und irgendwann wird man natürlich auch warm damit. Absolut. Ja, David Kühn, bei dir am Anfang ja gar nicht so auf der Liste gewesen. Gott sei Dank ist der mir noch eingefallen. Gott sei Dank ist der mir noch eingefallen. In der Preseason auch nicht immer vorne mit dabei gewesen, aber jetzt der Wechsel auf den McLaren scheint ihm da sehr gut zu tun. Ja. Knapp 4 Sekunden Vorsprung davor Felix Arndt hat er da nach Hause gebracht. Trotz des Positionsverlusts am Start ruhig geblieben, eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Und daher verdient der Sieger heute Abend, würde ich sagen. Absolut, absolut. So, dann dürfen die Damen und Herren sehr, sehr gerne zum Interview kommen. Ich schau mal, die Ergebnisse wurden jetzt gerade gepasst. Ich schau mal, ob sie schon da sind. Ganz kleinen Moment. Ja, für mich actionreichste Szene, klar, der Start mit. Dann aber auch, ich sag mal, das Wartemanöver von Morten, ich glaube, Morten war es. Ja, genau, richtig. Morten Dierks gegen Losch Gedien. Ja, das dann zu einer Verengung im Mittelfeld geführt hat. Also es war, hat uns dann natürlich den ein oder anderen Kampf beschert, aber auch für uns und für mich persönlich sehr, sehr schön zu sehen, der Kampf zwischen Patrick Seitz und Kevin Krüger. Ja. Genau. So. Gucken wir mal, noch ist keiner da. Heute will keiner mit uns sprechen, Mullemaus. Ja, die.
Haben wir vielleicht auch noch ein paar Ja, na klar. Worte zu wechseln Ja, na klar. mit ihren Teamkollegen oder wie auch immer. Oh, die beglückwünschen sich erstmal noch gegenseitig. So. Müssen ganz kurz noch warten. Denke auch Webseite jetzt gerade. Eine andere Serie auch gerade fertig geworden. Denke, da haben wir relativ viel Traffic. So, dass wir da Ergebnisse aber gleich am Start haben werden. So. Ah, nee. Traut sich noch keiner hier. Traut sich noch keiner. Da unten werden wild die Channel gewechselt, aber. Channel, die spielen Channel wechseln. Keiner auf dem Schirm. Vielleicht müssen wir irgendwie, muss mal irgendwer von der Reko oder keine Ahnung. Ja. Also ich gehe davon aus, dass Bjarne das angesagt hat, aber. Oder einfach mal. Eigentlich ja. So, ich prüfe mal gerade auf der Webseite was. Ja, auch da sind die Race Results noch nicht drin. Ich check das nochmal. Ich werde Uwe nochmal anspitzen, damit wir da gleich die Ergebnisse haben werden. Jawohl. Dann machen wir das Ganze eben nochmal. Das Ganze nochmal. Ja, traut sich immer noch keiner. Herr Mullemaus, Indianapolis, erste Rennen, wenn nicht, machen wir da schon mal einen kleinen Ausblick. Nächste Rennen wird dann stattfinden, Zandvoort. Zandvoort, ja, eine ganz andere Strecke. Wird ja sehr eng. Ich glaube, so ein Bentley könnte da tatsächlich sogar ganz gut gehen. Mal gucken. Ja. Aber ja, wird sowieso wieder drauf hinauslaufen, wer ist natürlich gut vorbereitet und ja. Wie und wo und wann. Aber ich finde es eigentlich eine schöne Strecke, noch mehr reifenfressender als Indianapolis. Also da geht es richtig rund im Zweifelsfall. Ja. Rund geht's auf so einem Rundkurs sowieso immer, Mulle Maus. Ja, das sowieso immer, genau, ja. Das so, einer hat es schon mal in den Warteraum geschafft. Ah, jawohl, super. David Kühn, der Sieger. Nummer 13 finde ich auch sympathisch. Ah, ist doch auch deine Nummer, ne? Nicht meine, aber die von meinem Team. Oder so, ja. So, okay. Gucken wir mal, noch jemand da ist. Ne, bisher nur David. Ja. Felix Arndt und Tom Gorka auch sehr, sehr gerne in den Interview-Warteraum. Würden wir uns freuen. Jawohl. Stecken sich da noch. So, Felix Arndt kommt. Felix Arndt auch dabei. In. Jawohl. Ja. Und da sind sie. So, jawohl, so, dann ziehen wir die doch mal hier nach oben. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Studio. Moin. Moin, schön. Moin. Ja, würde sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch an euch drei zum Podium. Und ich würde sagen, wir starten mal bei Tom Gorka. Wir haben gerade schon gesagt, Mulle Maus und ich haben gerade schon gesagt, wir müssen dich eigentlich mal fragen, wie dein Rennen so war, weil Tatsache viel gesehen haben wir leider nicht von dir. Du bist ja relativ einsam dort umhergefahren. Erzähl, wie war es für dich? Wie war dein Rennen? Ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich einsam. Die ersten paar Runden konnte ich noch ganz gut mit David und Felix mithalten. Aber dann im Endeffekt hat sich nach ein paar Runden dann doch dieses Pace-Defizit von mir herausgestellt. Also im Training war ich auch schon nicht ganz da, wo ich sein wollte. Und besonders dann zur Hälfte des ersten Stints sind meine Reifen ziemlich stark eingebrochen. Mhm. Und ja, zudem war der Stop auch nicht perfekt von mir. Das hat auch nochmal 1 bis 2 Sekunden gekostet. Und dann ja, im Endeffekt
ist dann im zweiten Stint der Abstand zu den beiden nach vorne ungefähr konstant geblieben. Mhm. Ich habe nochmal ein bisschen was verloren. Anfangs war, glaube ich, auch noch Lukas Tippach hinter mir. Ja. Da muss ich glaube, da hat es irgendwie rausgedreht. Das muss ich mir nochmal im Replay angucken. Genau, ja. Ja, im Endeffekt, ja, ziemlich einsam. Aber ja, mit P3 kann man, denke ich mal, zufrieden sein. Mhm. Wobei ich schon noch gern ein bisschen mehr, ein bisschen bessere Position gehabt hätte. Gab es für dich irgendwie so eine brenzlige Situation oder wo du auch selber, da, sag ich mal, den Rennen ja fast vermiesmuschelt hättest oder lief heute alles so weit glatt? Ich hatte einmal einen, ich glaube, das war Exit letzte Kurve, so ja. Vorletzte Kurve, ja. Bin ich, glaube ich, ein bisschen aufs Gras gekommen, ja, aber war im Endeffekt auch nichts Tolles. Ja. Einmal gegengelenkt und dann hat das auch gepasst. Hat nur ein bisschen Zeit gekostet. Ja, also dann brauchen wir ja nicht weiter drüber reden. Also, wie gesagt, wir hatten dich leider nicht so oft im Bild, weil du hast ja selber gesagt, waren jetzt nicht so viel Kämpfe oder war jetzt keine Situation, aber man muss auch erstmal an der Stelle sein und ich sag mal, manchmal wünscht man sich so einen ruhigen Sonntagsspaziergang durch den Park. Manchmal hätte man es auch gerne ein bisschen aufregender, aber nichtsdestotrotz. P3 für dich, also da herzlichen Glückwunsch. Danke. Erstes Rennen im Simracing-Pokal P3. Ich denke, darauf lässt sich aufbauen. Moin Tachi, jawohl, Kieler Woche. Zweitplatzierter Felix Arndt. Ja, Felix, der Start für dich geglückt, sage ich mal. Du bist ja gleich in Kurve 1 vorbeigegangen an David Kühn. Der hat dich dann ordentlich unter Druck gesetzt. Also der hat dir ja am Kofferraum gehangen, wie ich damals, wenn Mutti vom Einkaufen zurück war, um zu gucken, ob die Schokolade mitgebracht hat. Erzähl, wie war es für dich, wie war das so, das Wechselbad der Gefühle zwischen Position 1 und dann aber doch wieder in der, ich sag mal für uns Schlüsselsituation, Boxenstopp, Position 1 dann wieder verloren, wie war es für dich? Erstmal Dankeschön und Glückwunsch auch an das restliche Podium. Relativ entspannt, ich bin ja selber eigentlich die ganze Zeit immer McLaren gefahren und anderen Ligen und dann jetzt der Wechsel auf ein Audi und da habe ich genau das gemerkt auf der Geraden. Es ist ganz egal, wie dicht David da hinter mir ist. Der kann nicht mal neben mich fahren. Ja. Dafür reicht es einfach nicht. Deswegen, das war am Anfang noch gepusht und irgendwann gemerkt, dass es einfach nichts bringt, weil ich sowieso nicht wegkomme. Und dann eher ein bisschen versucht, reifenschonend zu fahren, weil das ist halt das Audi-Problem. Reifenverschleiß. Genau, das haben wir auch thematisiert, genau. Ja. Und das war dann aber einfach heftiger als befürchtet. Dann kam David halt, wie schon angesprochen, mit dem früheren Boxenstopp. Ich dachte, ich kann das 2 Runden lang covern, aber Boxenstopp war einfach nicht gut. Ja. Ich glaube, sonst wäre es vielleicht sogar noch ausgegangen, weil die Outlap ist einfach in ACC oft nicht so schnell. Die Drücke sind noch nicht da. Ja. Autoverhalten ist meist ein bisschen anders wieder. Und er hatte zudem vorher einen Fehler gehabt, ich glaube in der vorletzten Kurve. Mhm. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, das geht mit 2 Runden aus. Mhm. Und ich habe so einfach die ganze Zeit 2 Runden frischere Reifen. Aber wie gesagt, Boxenstopp war nicht gut, dann war David vorbei. Ja, dann habe ich halt viel gepusht, um wieder ranzukommen. Einmal war ich daneben. Dann gab es ja nochmal die Berührung. Nichts groß passiert, aber halt nicht vorbeigekommen. Und ich glaube, danach war es auch gegessen. Dann wurden meine Reifen zunehmend schlechter. Mhm. Und David konnte seine Pace weitergehen. Ja, somit hat er auf jeden Fall verdient gewonnen. Ich glaube, McLaren sowieso hier mit das stärkste Auto, deswegen gut, dass man dicht dran war und somit echt zufrieden mit Platz 2. Ja, also wenn du zufrieden bist, na klar, kann man auch immer so, ach Mensch, wäre gerne Erster geworden, aber es ist natürlich dann auch ja schön zu hören, dass man sich auch da mit dem zweiten Platz zufrieden gibt, der ja auch mega, mega gut ist. Also ihr habt einfach wirklich ein sehr, sehr schön spannendes Rennen und ich sag mal, eure Pace ist absolut identisch. Also von daher. Ja, erstmal wichtig, einen guten Saisonstart zu haben, ja, viele Punkte mitzunehmen. Genau. Die Saison ist lang, da zählt sowas so wichtig. Schnellste Rennrunde war ja auch noch dabei. Ja. Es gibt, glaube ich, auch Punkte, so, wenn ich mich richtig erinnere. Also auf jeden Fall gibt es fürs Qualifying Punkte. Ja, doch, für die schnellste Rennrunde gibt es auch einen Punkt. Genau, okay, guck, super. Perfekt. Ja. Ach ja, vielen Dank, Felix Arndt. Dann kommen wir jetzt zum Sieger.
David Kühn. Dich hatten wir gerade so ein bisschen, wir hatten so ein bisschen aufgezählt, ja, Felix Arndt, Lukas Tippach. Dann ist uns Gott sei Dank noch eingefallen, da war noch jemand, David Kühn. Und schon beweist du uns, dass du auf jeden Fall auch zu den Favoriten gehört. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und für dich natürlich eigentlich genau die gleiche Frage wie für Felix. Erstmal beim Start wurdest du überholt, dann, wie gesagt, am Hintern geklebt, dann Boxenstopp. Erzähl, wie hast du das erlebt? Wie war das für dich, das Wechselbad der Gefühle? Ja, also beim Start, da wusste ich schon, egal ob ich auf Platz 1, 2 oder so stehe, da wusste ich schon, dass mindestens Felix mal vorbeigeht. Ich hatte Glück, dass nicht noch irgendwie noch andere, die anderen beiden Audis vorbeikommen, weil der Audi einfach sehr, sehr stark ist beim Start. Da kann man nicht wirklich viel machen. Ja. Aber da ist zum Glück nur Felix durchgekommen. Dann konnte Felix, ja, wie er gesagt hat, erstmal gepusht und so. Da bin ich erstmal nicht hinterhergekommen, da habe ich noch zu viele Fehler gemacht. Und irgendwann, ja, hing ich dann 20 Minuten oder so dahinter oder länger. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, ich könnte so 1/2 Zehntel die Runde schneller. Und deswegen habe ich mich dann letztendlich dafür entschieden, einen Undercut zu versuchen. Hab dann auch, wie Felix gesagt hat, in der letzten Kurve zu der Boxenausfahrt noch einen riesen Verbremser drin gehabt, was halt ich noch eine große Lücke nachher hatte. Ja. Ja, aber letztendlich hat sich dann doch ausgegeben, womit ich zwar nicht gerechnet habe, aber meine Outlap und die Runde danach war eigentlich ziemlich gut, deswegen denke ich mal, hat das auch geklappt. Aber es war ja ziemlich knapp hinter nachher. Ich glaube, Felix war eine Sekunde dahinter, als er rausgekommen ist. Aber ja, war auf jeden Fall, hat auf jeden Fall geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Nee, also war, kriegst ja auch nochmal, wie gesagt, 3 Punkte, schnellste Runde Qualifying. Ja, und wie gesagt, Gott sei Dank bist du uns doch eingefallen. Also dich haben müssen die Buchmacher absolut auch noch auf dem Zettel haben. In der Preseason, da bin ich mir gerade nicht sicher, welches Fahrzeug bist du in der Preseason gefahren? BMW. Bitte? BMW. Ah, BMW, okay, kam gar nicht komplett an. Der Wechsel von BMW auf McLaren, ist der dir leicht gefallen oder? Also leicht kann man jetzt nicht nennen, also es ist auch, es ist ein komplett anderes Fahren. Ich bin nur Frontmotor gefahren vorher, ich bin nur BMW, letzte Saison bin ich Mercedes gefahren und davor in AC bin ich den Z4 gefahren und dann war jetzt quasi das erste Auto, was ich jetzt mal mittelmotormäßig gefahren bin. Ja. War dafür schon relativ schnellzügig dabei. Ja, musste man sich auf jeden Fall erstmal drum angewöhnen, aber ich bin auch relativ viel gefahren, weil ich jetzt fertig bin mit der Schule. Ich hatte jetzt relativ viel Zeit zu trainieren und zu üben mit dem und deswegen hat das jetzt tatsächlich gut geklappt. Ja. Und ich hatte auch ein super Setup von Felix, muss man sagen. Ah, okay. Wird auch noch geholfen untereinander. Felix, ich glaube, in der nächsten Dings gibt es ihm kein Setup mehr, oder? Doch, das ist schon in Ordnung. Es gibt ja diverse Plattformen mittlerweile, wo man sowieso welche bekommt. Ich glaube, ein gutes Setup oder zumindest eine gute Basis macht viel aus, um am Auto erstmal überhaupt Spaß zu machen, eine Grundpace zu haben. Und das meiste liegt sowieso am Fahrer und das hat David heute gut gemacht, deswegen da war es vielleicht einfach nur weniger Zeit investieren und dann ist das in Ordnung. Nee, aber ist auch schön zu sehen bei aller, ich sag mal, Rivalität, dass da einfach auch untereinander die Setups getauscht werden und so weiter und so fort. Das finde ich schon cool. Ja, aber Felix ja auch, Felix fährt ja auch in der anderen Serie, denn ja quasi, er fährt ja für Schleswig-Holstein, ich für Hansa. Ja. Und zudem kann ich auch nur die Hälfte der Saison mitfahren, weil es dann zum Bund geht, deswegen. Ah, okay. Genau, deswegen ist das eigentlich eh erstmal egal. Ist nur so zum Spaß, die Serie jetzt hier mitfahren. Achso, okay. Spaß darf's doch nicht sein, das geht hier um alles, um einen selbst geklöppelten Pokal von Bjarne, den macht er aus Ton und ein bisschen alten Granitstein, klöppelt er die Pokale zusammen. Das darfst du also, müssen wir nochmal, das schneiden wir raus im Nachgang. Die Ergebnisse muss ich euch leider heute schuldig bleiben, denn wir haben hier gerade ein kleines technisches Problem, tut mir leid. Das ist irgendwie bei der Serverschnittstelle oder irgendwas ist da gerade leider nicht richtig. Deswegen muss ich die Ergebnisse euch jetzt erstmal vorerst noch schuldig bleiben. Ebenso wie die Championship Standings. Die werden wir aber natürlich nachrechnen im Discord. Das bitte ich wirklich von Herzen zu entschuldigen. Da kann ich jetzt leider nichts dran machen. Die sind wir euch schuldig. Aber die werden wir bei euch auf dem Discord parsen. Im Nachgang werden wir die auch natürlich in 2 Wochen nochmal zeigen, damit wir da nochmal reinkommen. Wie gesagt, da ist gerade
Server-mäßig ist da irgendwas dazwischen gekommen. Dementsprechend kann ich euch leider keine Ergebnisse zeigen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ja, entschuldigen werden wir uns jetzt aber auch. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns einfach auf den SimRacing-Pokal. Wir haben es heute schon gesehen. Also Action ist genügend vorhanden. Nicht nur vorne bei euch, sondern auch im Mittelfeld. Also ihr habt es ja, denke ich mal, nicht gut. Okay, ihr werdet es auch mitgekriegt haben, weil ihr da durchs Feld geflügt seid und den einen oder anderen ja überrundet habt. Aber auch im Mittelfeld die Leistungsdichte, alles sehr, sehr eng dort. Und das ist natürlich für uns sehr, sehr schön und auch für die Damen und Herren draußen sehr, sehr schön zu sehen, dass auch da die Kämpfe stattfinden. Ja, ich bedanke mich bei euch, bei allen dreien. Ich bedanke mich bei Bjarne, dem ADAC, der Rico in Person von eben Bjarne, Marvin und Dennis. Ich bedanke mich natürlich auch bei meinem weißen Engel Mullemaus, der auch in 2 Wochen wieder mit am Start sein wird. Kommt gut ins Bettchen, genießt noch den Abend. Wir freuen uns. In 2 Wochen geht es nach Holland, beziehungsweise die Niederlande. Dort werden wir Zandvoort fahren. Da können wir gleich die drei nochmal fragen. Zandvoort, mal Daumen hoch oder Daumen runter. Also klar, die Leute werden es nicht sehen, aber ihr könnt es ja mal so sagen. Freut euch schon ganz auf Zandvoort? Großen Daumen runter. Ganz, ganz dicken Daumen runter. Ich bin nicht da, weil ich ein Real-Life-Rennen habe. Ah, okay, na gut, das ist natürlich auch, ja. Ja. Na, sind wir mal gespannt. David Kühn, natürlich, die anderen wird es vielleicht freuen, wenn dann weniger Competition ist in dem Sinne, beziehungsweise ein schwieriger Gegner weniger, kann ich mir schon vorstellen. Aber wir werden es sehen. Wir freuen uns auf Zandvoort. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und Mullemaus gehört das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich auch bei allen und beim ADAC und bei allen, die mitgefahren sind und freue mich auch auf Zandvoort. Also bis in 2 Wochen. Bis in 2 Wochen, circa 19.30 Uhr. Macht's gut, Nachbarn. Wir sehen uns. Kommt gut ins Bettchen. Tschüssikowski. Ciao, ciao.